sind wir jetzt am Ende der Satzungsänderungsanträge und wir schieben einen kleinen Redeslot ein und übergeben die VL, sodass ich auch etwas ausruhen kann. Wir hören jetzt, ich habe seinen Namen vergessen, komm hoch, darfst hochkommen. Ganz eigenständig, geh ans Mikro, beschäftige die Massen. Der BIM, der kommt nämlich jetzt hoch und macht weiter. Ja? Ja, der wusste das auch, dass er nach den Satzungsänderungsanträgen weitermacht. Deshalb habe ich ja gesagt, kein Alkohol mehr für die VL am Samstagabend. Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch etwas erzählen über die parteinahe Stiftung für die Piratenpartei. Kurz zur Vorgeschichte. Im Oktober 2012 gab es ein Stiftungstreffen, das der damalige Bundesvorstand unter Bernd Schlömer und Swanhild Götze initiiert hatte. Das fand in Frankfurt statt. Dort haben sich Piraten aus ganz Deutschland getroffen, die an dem Thema parteinahe Stiftung interessiert waren. Daraus hat sich dann eine kleine Gruppe im Arbeitskreis Roadmap herauskristallisiert, die konkret eine Gründung eines gemeinnützigen Vereins angestrebt hat. Dieser Verein soll diese Stiftung aufbauen. Der wurde gegründet letztes Jahr im April. Er heißt 42 e.V., kurz zum Namen, der bezieht sich nicht irgendwie auf welche Verschwörungstheorien, sondern auf den Anhalter im per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams und ist im Grunde sowas wie ein ironischer Hinweis darauf, dass man die richtigen Fragen stellen muss, wenn man wirklich Politik machen möchte. Warum habt ihr bisher so wenig gehört von diesem Verein? Das lag ganz einfach daran, dass im letzten Jahr sehr viele Wahlen anstanden. Ich selber habe an drei Wahlen im Wahlkampf teilgenommen und hatte einfach dazu nicht die Zeit, diesen Verein so weiterzuführen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Das ging den anderen auch so. Wir sind momentan knapp 30 Leute. Wir haben den Entschluss gefasst, dass wir eine parteinahe Stiftung aufbauen. Jetzt wird sich natürlich einer oder andere fragen, was sind denn die Aufgaben einer parteinahen Stiftung? Brauchen wir das überhaupt? Haben wir momentan nicht andere Probleme? Die Aufgaben einer Stiftung sind sehr vielfältig. Ich möchte nur zwei herausgreifen. Einmal kann eine Stiftung sehr gut politische Bildung anbieten und zum Zweiten kann sie Forschung zu Piratenthemen initiieren oder durchführen. Beides ist sehr, sehr wichtig, wenn man Wirkung erzielen möchte in der Öffentlichkeit, aber auch bei Bürgern. Was kann eine Stiftung im Detail? Sie kann Menschen erreichen, die sich für Piratenthemen interessieren, aber nichts mit einer Partei zu tun haben möchten. Davon gibt es mehr, als man denkt. Das liegt auch einfach daran, dass viele Menschen den etablierten Parteien nicht mehr viel zutrauen und auch lieber überparteilich arbeiten möchten. Das heißt, man kann auf diese Art und Weise Referenten gewinnen für Veranstaltungen, die Piratenthemen voranbringen, aber diese Referenten würden niemals von sich aus jetzt für die Partei arbeiten, sondern die kann man über eine Stiftung viel besser erreichen. Eine Stiftung kann auch Dinge tun, die eine Partei nicht tun kann oder nicht tun darf. Beispielsweise kann eine Stiftung im Ausland tätig werden. Eine Stiftung kann auch tatsächlich diese Angebote zur politischen Bildung unterbreiten, die ja einer Partei nur in engen Grenzen erlaubt sind. Eine Partei kann im Grunde nur intern politische Bildung anbieten. Eine Stiftung als gemeinnütziger Verein kann das natürlich auch für die Öffentlichkeit. Eine Stiftung kann aber außerdem noch Themen ausführlich behandeln, abseits vom Tagesgeschäft, das sehr, sehr wichtig ist.
und kann diese Themen entwickeln, kann daraus Konzepte erarbeiten, die dann irgendwann mal später wieder in die Politik einfließen. Das heißt, jeder, der von euch mal irgendein Amt bekleidet hat in der Partei, weiß genau, dass man da auch sehr stark mit organisatorischen Dingen beschäftigt ist. Und dann hat man so besondere Themen wie BGE, wo man vielleicht dafür oder dagegen ist. Aber wie wäre es denn, wenn wir einmal wirkliche fundierte Studien zu diesem Thema anbieten und durchführen können, damit auch wir selber uns vergewissern können, ist das machbar oder ist es nicht machbar? Und dann können wir auch ganz anders argumentieren im politischen Diskurs, dann werden wir auch viel mehr Menschen erreichen, wenn wir dann auch irgendwelche Feldstudien beispielsweise anführen können. Das Fazit ist also, eine parteinahe Stiftung eröffnet neue und wichtige Handlungsmöglichkeiten für die Piraten. Eine Stiftung kann konkrete Projekte und Veranstaltungen durchführen. Und natürlich ist auch die Frage, wer entscheidet darüber, ob es eine Stiftung gibt oder nicht. Die Entscheidung darüber liegt selbstverständlich ausschließlich bei der Partei. Bis es soweit ist, wird dieser Verein 42 dafür arbeiten, weil wir glauben, dass es sehr, sehr wichtig ist, politische Bildung mit Piratenperspektive zu betreiben. Das gibt es momentan in der Stiftungslandschaft in Deutschland so nicht. Es geht darum, die Auswirkungen der technischen Vernetzung im Hinblick auf Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur zu erforschen, damit wir sie besser verstehen und damit wir auch da Konzepte erarbeiten können, die dann wirklich mal einfließen können in die Politik. Die Piraten haben sehr viele Möglichkeiten, an dieser Stiftung mitzuwirken. Das wird keine Stiftung werden wie die anderen der etablierten Parteien. Ihr könnt dann gerne mal einen Blick in die Satzung werfen. Das ist eine offene Stiftung, jeder kann Mitglied werden und es ist die Möglichkeit für die Landesverbände gegeben, auch schon jetzt auch aktiv mitzuwirken, sodass hier auch eine gewisse Verbindung zur Partei da ist und gleichzeitig aber auch eine organisatorische Distanz. Unsere Webseite 42ev.de wird zurzeit überarbeitet, also bitte seid etwas nachsichtig, wenn ihr da draufklickt. Ihr könnt dort mal die Satzung im Einzelnen noch nachlesen. Ja, und damit komme ich auch zum Ende. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich hier Leute finden, die an dem Thema mitarbeiten möchten. Ich sitze bei diesem TTIP-Plakat rechts, etwas dahinter. Ihr könnt mich gerne ansprechen und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Jetzt haben wir noch eine kurze Ankündigung, bevor wir mit den Positionspapieren weitermachen. Also das mit dem Politikmachen funktioniert heute noch. Also die Bezirksvorstände treffen sich nach dem nächsten Antrag draußen. Wir gehen dann hoch in diesen Tagungsraum. Wir würden uns auch freuen, wenn uns der Landesvorstand oder auch der Bundesvorstand dabei besucht. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu den Positionspapieren. Da haben wir zunächst eine Sache zu klären. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Positionspapiere 01 Monorailbahn zum Flughafen München und Positionspapier 04 Anforderungen für die Flughafenbindung miteinander konkurrieren. Vielleicht könnte da einer der Antragsteller etwas sagen. Das Positionspapier 04 wurde eingereicht als Reaktion auf Positionspapier 01. Gut, daraus folge, Entschuldigung, dass ich das Wort abgewürgt habe, aber daraus folgere ich, dass es konkurrierend ist. Gut, in diesem Fall rufe ich jetzt die Positionspapiere 01 und 04 auf und bitte die Antragsteller, ihre Anträge jeweils vorzustellen. Ja, hallo, liebe Versammlung. Also ich bin der Antragsteller von Positionspapier 01. Wir wollen eine Monorailbahn bauen vom Flughafen München zum Hauptbahnhof in München. Ich will euch das kurz erklären, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Ich bin ja relativ viel unterwegs gewesen in letzter Zeit. Ich war beispielsweise in Tokio, dort haben wir
auch japanische Piraten getroffen. Ich bin auch in New York gewesen und überall, wo ich da angekommen bin, bin ich also quasi aus dem Flughafen rausgekommen und bin in eine solche Monorailbahn gestiegen und dann halt irgendwie in die Stadt gefahren. Und wenn ich mal kurz unterbrechen darf, darf ich dahin bitte um Ruhe bitten. Der Punkt ist halt, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit einer Einschienenbahn gefahren ist. Ihr könnt ja mal in dem Antrag halt reinklicken, da gibt es ja einen Wikipedia-Artikel dazu. Eine Monorailbahn ist also eine Art Eisenbahn, die sehr futuristisch aussieht, wo also gewissermaßen ein Zug schwebt auf einer Schiene. Und das, was dieses Konzept so sexy macht, ist, man kann damit sehr enge Radien fahren, der Zug kann sich also in die Kurve legen, man kann damit auch Steigungen überwinden und man kann solche Trassen halt dann auch quer durch die ganze Stadt bauen. Und das Positionspapier soll auch dazu anregen, dass ihr euch vielleicht damit beschäftigt, was könnten denn Verkehrskonzepte in der Zukunft sein. Den André Witte hatte ich dabei auch schon im Hinterkopf gehabt, als ich das gestellt habe. Ich denke, es ist mir halt auch das gelungen. Genau. Gibt es denn noch Fragen dazu? Oder wie wollen wir das jetzt handeln? Ich würde vorschlagen, der zweite Antrag wird auch vorgestellt okay. Und dann können Fragen dazu gestellt werden. Zunächst mal Entschuldigung bitte, wenn diese Präsentation zusätzlich ist, dann ist es selbstverständlich legitim und dann darf auch gelacht werden, wenn vom Antragsteller so gewünscht. Jetzt machen wir den zweiten Antrag weiter. Ja, ihr dürft lachen und auch das mit 10 Minuten war so mein erster Gedanke. ich saß vom Computer und habe erstmal laut gerufen, 10 Minuten, ja. Ich sag mal, ich habe ja lange in München gelebt oder im Münchner Umland und das S-Bahn-Netz in München leidet ja immer noch unter den Spätfolgen des Transrapids. Was ist passiert? Man hat den Transrapid so lange hofiert und hochgelobt und so lange dafür Mittel zurückgestellt, dass quasi annähernd im ganzen restlichen Netz fast nichts passiert ist. Wir fahren immer noch eingleisig nach Pasing von Westen aus rein. Wir haben immer noch große Teile S-Bahn-Verkehr und Regionalverkehr gemischt. Also es sind so große Rückstände im S-Bahn- und U-Bahn-Netz von München entstanden durch diese 10-jährige Blockade durch ein, wie auch immer gesehenes, futuristisches Leuchtturmprojekt. Wenn man sich jetzt anschaut, Leuchtturmprojekte in anderen großen Städten, ja, es gibt Shinkansen und ähnliche Leuchtturmprojekte. Das Problem ist einfach nur, sowas färbt in der Regel nicht ab. Man macht seinen Leuchtturm, dann steht der Leuchtturm in der Landschaft und da steht er relativ alleine. Das haben Leuchtturmprojekte so an sich. Das heißt, auch der weitergehende Gedanke, was es für Verkehrskonzepte geben könnte, bringt uns nichts weiter, wenn wir uns nicht gleichzeitig dem Gedanken hingeben, was ist realistisch. Und ich sag mal, das ist der Ausgangspunkt meiner Positionspapierentwicklung. Ich habe mehr oder weniger ziemlich klar beschrieben, welche Reisenden zu erwarten sind. Ich habe beschrieben, wie die Reisenden zu lenken sind. Ich habe was zu Kapazitäten und Fahrzeiten gesagt und da nicht nur die Fahrzeit zum Münchner Hauptbahnhof, was ja das riesengroße Manko eines Transrapids ist und dieser Monorailbahn auch wäre. Nein, ich will gleich an 2 Punkte in München anknüpfen. Einmal nach München Hauptbahnhof und für die Innenstadt und einerseits auch für München-Pasing, wo sehr viel Fernverkehr Richtung Westen rausgeht. Beides soll mit 25 Minuten erreicht werden. Das ist realistisch, das umzusetzen, wenn man ein paar Zwischenhalte rauswirft. Des Weiteren habe ich dann auch geschrieben, wie weitere Städte, also Bayern ist ja nicht nur München, auch wenn die Münchner gerne meinen, dass sie Bayern sind. Deswegen habe ich einfach mal beschrieben, wie der Rest von Bayern auch angebunden werden soll. Und das unterscheidet das Ganze von der Qualität her. Hier geht es um ernsthafte Verkehrspolitik, wo Leute Ziele erreichen können sollen und wo eine Flächenwirkung erreicht werden soll. Und das andere ist halt einfach nur ein Stück Einschiene, nicht mal 2 Schienen vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Jens, ich habe mit deinem Antrag habe ich ein kleines Problem, weil es nämlich eine Vorfestlegung auf ein technisches Konzept ist. Und ich habe da so ein leichtes Déjà-vu mit diesem ganzen Transrapid-Problem. Ah, okay.
Ich finde den Antrag, also ich müsste jetzt theoretisch ans andere Mikro wechseln, ich finde den Antrag von Andi Witte schlüssiger, weil er sich erstmal damit beschäftigt, erstmal den Bedarf und die Möglichkeiten zu ermitteln, die wir haben, weil das ist auch was, wie wir Piraten arbeiten wollen. Erstmal gucken, wo es klemmt und dann eine Lösung dafür anbieten. Ja, darf ich da ganz kurz vielleicht darauf antworten? Also ich finde den Antrag von André Witte auch total super. Nur den hatte er eben noch nicht gestellt, als ich meinen geschrieben habe. Er hat da quasi darauf reagiert. Insofern, was man, glaube ich, mal sagen muss, ist, warum ich das halt gleich so gefordert habe mit der Monorailbahn. Wenn ich sage, ich ermittle irgendwelche Anforderungen, dann habe ich eigentlich nichts, was ich dem Wähler hinzeigen kann. Wir haben jetzt in Sachsen zum Beispiel gesehen, da wurde irgendwie eine Magnetschwebebahn gefordert. Gut, da waren vielleicht die Anforderungen nicht klar. Trotzdem muss ich in einem Wahlkampf den Leuten irgendetwas anbieten und sagen, schau mal her, das will ich machen. Und eine Monorailbahn ist eben etwas, was man sehr konkret zeigen kann, mit Fotos, mit Bildern, mit Beispielen aus anderen Städten. Das heißt, das kann man verkaufen. Ein Requirements-Prozess, wo jemand abstrakt irgendwelche, sage ich mal, Kapazitäten auf irgendwelchen Trassen ausrechnet, lässt sich relativ schwer, sage ich mal, plakativ in einem Wahlkampf nach außen darstellen. Deswegen habe ich einfach gesagt, was kann man darstellen. Ja. So, das war jetzt gerade ein klarer Verstoß gegen die Geschäftsordnung, aber das sehe ich jetzt als nicht so dramatisch an, weil ich wollte euch vorschlagen, ein kleines Experiment zu machen. Und zwar eine Versammlungsleitung dient dazu, eine Diskussion zu kanalisieren nach sehr klaren, strukturierten Regeln. Ich fände es als Piraten sehr schön, wenn wir in der Lage wären, gerade bei politischen Themen und ich persönlich, das sei mir erlaubt, fand jetzt die Erwiderung darauf in der Sache durchaus zielführend und informativ, egal ob man es jetzt gut findet oder nicht. Ich fände es sehr schön, wenn wir es hinbekommen, ohne Mitwirken der Versammlungsleitung diese Sache jetzt auszudiskutieren, wozu gehört, dass jeder sich kurz fasst und entsprechend selbstdiszipliniert sich auch bei Erwiderungen zurückhält, damit es nicht ausufert. Wenn ihr einverstanden seid, dann bitte jetzt nicht Buh schreien, ansonsten lasse ich es jetzt einfach mal laufen und lehne mich zurück. Ich finde das ziemlich piratig. Ja, ich wollte auch noch kurz was auf den Redebeitrag von der Nicole sagen, beziehungsweise auf seine Erwiderung von dem Redebeitrag von der Nicole. Nein, ich habe nicht irgendwelche Trassen ausgerechnet und sonst irgendwas. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man den Claim hinstellt, da habe ich was Plakatives, was ich verkaufen kann. Ja, nu, das ist nicht Ziel und Zweck von Verkehrspolitik, dass man nur plakative Projekte macht. Ja, und daran krankt Verkehrspolitik, sinnvolle, nachhaltige Verkehrspolitik krankt auch daran, dass sie immer diese sinnvollen, diese riesengroßen plakativen Projekte braucht, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Sinnvolle Verkehrspolitik entscheidet sich am Takt, entscheidet sich in der Kapazität, entscheidet sich in der Fahrzeit, entscheidet sich am Preis, entscheidet sich in vielen Faktoren, die weniger plakativ sind. Plakativ könnte man aber mein Konzept auch umfassen. Ja, einfach Fotos machen, wie es in der S1 aussieht, die ja zurzeit sowieso nicht fährt, was ja auch ein großer Witz ist, ne, da rammt ein LKW eine Brücke und dann fällt eine S-Bahn-Linie aus. Da halt die Mischung aus Pendlern und Fluggästen mit Koffern einfach mal schön aufzeigen. Ich glaube, dann ist das auch plakativ dargestellt. Also ich sehe jetzt nicht meine Position als nicht darstellbar in der Öffentlichkeit an. Ja, ich finde beide Anträge jetzt nicht gut. Ich werde begründen auch warum. Den ersten, es ist quasi so ein Wünsch-dir-was-Antrag. Also wir wünschen uns jetzt quasi eine Monorailbahn vom Hauptbahnhof München und bis zum Flughafen. Das geht in Richtung Stäube. Also kommt genau in die richtige. Also ich glaube nicht, dass uns in unserer jetzigen Situation so eine Forderung, die nach außen zu blasen, irgendwie 5 Meter weiterbringt. Das zweite ist, den zweiten Antrag finde ich handwerklich nicht gut. Und zwar ist es hier so der charakteristische Fehler, ich presse mal alles in den Antragstext hinein und in der Begründung steht Sie-Antrag. Ich würde diesen Antrag unterstützen, falls er aus einem Satz bestehen würde, die Piratenpartei setzt sich für eine bessere Anbindung an das Flughafen Münchens im Städteverbund ein. Punkt. So, das alles, was da daneben steht, ist hochinteressant mit Gepäck und was ist es aber eine Begründung? Und wenn wir jetzt einen
Wahlprospekt wieder rausgeben, dann können wir uns redaktionell wieder Gedanken machen, was nehmen wir jetzt nein, was nehmen wir nicht nein. Also ich versuche selber immer meine Anträge eigentlich ziemlich kurz und präzise zu machen, dass es die Leute auch verstehen. Und alles, was Begründung ist, weil wir sollen jetzt ja hier über die Begründung eigentlich, wenn wir diesen Antrag annehmen, nehmen wir das ja alles quasi für richtig, was da drin steht. Das ist für mich handwerklich falsch. Also über einen Antrag in diese Richtung könnte ich zustimmen, aber dieses Ganze, warum und wieso, gehört eigentlich in der Begründung rein, und damit möchte ich mich in einem Abstimmungsverfahren eigentlich nicht auseinandersetzen. Danke. Ich möchte darauf hinweisen, dass es ein Positionspapier ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, Positionspapiere dienen der detaillierten Ausarbeitung und später wird es im Wahlprogramm zusammengefasst. Ich glaube, das habe ich richtig verstanden, so, oder? Da möchte ich Andi auch nochmal ausdrücklich beipflichten. Also ich möchte unbedingt Positionspapiere in der Länge und auch gerne noch länger, weil die Positionspapiere sollten wirklich das sein, wo sich auch dann für den Wähler ergibt, wie wir unsere Positionen, die dann relativ kurz und knackig ins Wahlprogramm gehören, erarbeitet haben. Also deswegen da ist mir das fast noch zu kurz als zu lang. So. Hallo. Ich finde Positionspapier 1 sagen wir so, Technologie schön und gut, aber wie alle schon gesagt haben, 10 Minuten, ja, das ist wohl bekannt und wir wollen doch nicht wieder auf dieselbe Stelle treten, ja. Ja, soll ich was dazu sagen? Also der Punkt ist, also eine Monorailbahn ist nichts Neues, es ist ein Konzept, was es seit den 60er Jahren gibt. Das ist mir bekannt. Und das eben, es ist eben nicht so, dass das halt jetzt was ist, wo viel Forschung gemacht werden muss und wo man Pionierarbeit erbringt. Man würde halt ein bewährtes Konzept, was es in vielen Großstädten gibt, einfach in München anwenden. Das ist relativ risikoarm. Ja? Ich glaube, da spielt der Kreis München auch noch eine Rolle. Und wir bauen eine einzige Strecke für München zum Flughafen. Also bitte, ich glaube, in einer Diktatur wie in China funktioniert das wunderbar. Ja. Wir können von mir aus auch weitere Trassen bauen, kein Problem. Aber damit müssen wir alles erstmal abreißen, was jetzt funktioniert. Oder? Das kann ich nicht sagen. Ich bin kein Fachmann. Gut, wie gesagt, ich mag die Magnetschwebebahn, bei uns kommt sie momentan einfach nicht in Frage, aufgrund der Vergangenheit mit Stoiber. So. Moment, eine Monorailbahn ist keine Magnetschwebebahn. Das heißt, dieser Zug schwebt nicht, der fährt auf Rollen auf einer Betonschiene. Na gut. Ja, es ist keine Magnetschwebebahn. Achtung, wir sind hier nicht in Sachsen, ja? Okay. Aber trotzdem ist dafür eine separate Strecke nötig, oder nicht? Was bitte? Ist dafür eine separate Strecke nötig, die nur die Monorail nutzbar macht? Ich habe die Frage nicht verstanden. Also, du sagst ja, gut. So, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, ein Meinungsbild einzuholen von euch. Findet ihr es zielführend, in dieser Art und Weise zu diskutieren, oder sollten wir uns strenger an die GO halten? Wenn ihr es zielführend findet, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wenn es nicht der Fall ist, dann bitte jetzt die rote Stimmkarte heben. Das ist eine leicht überwiegende Mehrheit. Dann versuchen wir es später vielleicht noch einmal, und dann darf ich alle Beteiligten bitten, eine gewisse Selbstdisziplin bei Dialogen an den Tag zu legen. Aber dann machen wir jetzt mal weiter. Wir sind bei 3 Contra und 2 Pro. Bei Pro haben wir noch keinen, dann machen wir beim nächsten Contra-Beitrag weiter. Jetzt bitte keine Erwiderungen der Antragsteller mehr auf Einwände. Also diese Einschienenbahnen, die gibt es sehr viel in Nordamerika und auch in asiatischen Großstädten, aber hauptsächlich im Innenstadtbereich. Also so eine Einschienenbahn ist dafür da, noch eine Bahnstrecke zu bauen, wenn für eine normale Bahnstrecke kein Platz ist, oberirdisch, weil es enge Straßenschluchten sind zum Beispiel. Aber beim Flughafen München ist die Situation eine völlig andere. Das geht ja auch längere Zeit übers offene Land und das ist viel zu teuer, da über 20, 30 Kilometer über plattes Land so eine Bahnstrecke auf Stelzen hinzubauen. Und es ist vor allem vollkommen inflexibel. Also man kann es nicht mit dem restlichen Bahnnetz vernetzen, wie von mehreren Vorrednern auch schon angesprochen. Dankeschön. Vor dem nächsten Beitrag darf ich die Bitte vom Mike wiederholen, an den Türen an der Seite nicht zu rauchen, weil der Rauch reinzieht. Jens, ich habe ein bisschen den Eindruck, du wolltest Andi zwingen, einen Antrag zu schreiben. Andi,
was bietet der Antrag für einen Mehrwert gegenüber dem wirklich sehr, sehr ausländischen Verkehrsprogramm, das wir in Bayern schon haben? Also ich sehe dummerweise, also ich hatte ja sehr, sehr viele Punkte eigentlich schon definiert. Ich meine, gut, man kann natürlich ins Detail gehen, wenn es Positionspapier ist, aber dann dafür ist es wieder zu detailliert, finde ich. Sag mir genau, was ist der Unterschied, was ist der Mehrwert, und auch Jens nochmal, das finde ich auch sehr, sehr detailliert und einschränkend schon wieder. War das eine Frage? Ja. Was war dann die Frage? Was ist der Mehrwert, was steht was anderes drin, als wir bis jetzt schon drin haben, was jetzt nicht so ins Detail geht, dass wir unflexibel werden? Also ich lege mich ja nicht auf eine Technologie darin fest. Natürlich impliziert mein Antrag irgendwo die Nutzung bestehender Infrastruktur aus Kostengründen, aber es steht nicht drin, wir müssen unbedingt eine normale Bahn verwenden. Das heißt, eigentlich inkludiert mein Antrag seinen Antrag auch in einer gewissen Art und Weise, wenn das Konzept dann eben so aussieht, wie dass es die Anforderungen erfüllt. Das Problem am bisherigen Programm ist, es steht kein klares Statement drin, dass wir eine Anbindung unseres kleinen Flughafens in München mit internationaler Bedeutung an alle bayerischen Städte wünschen. Und das ist der elementare Unterschied zwischen Piratenverkehrspolitik und irgendwas, was die CSU macht. Die CSU sitzt in München in ihrer Staatskanzlei und denkt, wie komme ich von meiner Staatskanzlei zum Flughafen? Und wir sind eine Bewegung, die halt aus ganz Bayern hier zusammengekommen ist. Und deswegen muss man sich auch die Frage stellen, wie bindet man ganz Bayern an diesen Flughafen an? Und das ist der elementare Unterschied dieses Antrags. Und der macht es auch in der Politik deutlich. Dankeschön. Wir sind mit den Kontrafragen am Limit. Pro wäre noch was frei, aber es gibt, so wie es ausschaut, eh keinen Gesprächsbedarf mehr. Redebedarf zumindest. Gut, dann ist die Rednerliste geschlossen und ich bitte die Antragsteller ums Schlusswort. Ja, ich hätte gleich erstmal nochmal eine Frage an euch, und zwar, wer von euch ist denn schon mal mit einer Monorailbahn gefahren? Bitte hebt mal eure grüne Stimmkarte, wenn ihr schon mal mit einer Monorailbahn gefahren seid. Ah, das sind ja doch einige. Um das vielleicht nochmal ganz klar zu sagen, wie dieser Antrag auch zustande kam. Es gibt ja eben diese Anträge in Sachsen im Rahmen der Wahl, und da war eben meine Überlegung, kann man nicht einfach irgendwas Konkretes anbieten, was auch machbar ist. Und so eine Magnetschwebebahn nach Prag oder ein Weltraumaufzug ist eben relativ schwer zu verkaufen, und eine Monorailbahn ist eben einfach pragmatischer. Ich muss aber auch gestehen, ich bin kein Verkehrsplaner, und ich finde auch die Überlegungen von André da sehr gut, einfach von den Anforderungen heranzugehen, ich denke, wir machen aber definitiv keinen Fehler, wenn wir das als Positionspapier beschließen. Das ist ja deswegen noch immer kein Programm, das kann man ja noch ausbauen, aber wir müssen irgendwo auch mal Flöcke reinschlagen, dass wir irgendwas haben, was wir auch vielleicht plakativ verkaufen können und was nicht so abgespaced ist, dass das halt keiner im Land mehr versteht. Danke. Ja, Kriterium nicht abgespaced. Er rechtfertigt sich, dass Monorailbahnen nicht abgespaced sind. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass normaler Schienenverkehr auch nicht abgespaced ist. Und dass normaler Schienenverkehr eigentlich ein ganz gängiges Industrieprodukt ist. Dafür gibt es im Übrigen sehr, sehr viele rechtliche Normen inzwischen, was Lärm angeht und sonst was. Bei vielen Monorailbahnen, zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, gibt es zwischen den Terminals eine. Da kann man mal mitfahren, wenn man will. Viele Monorailbahnen haben eine sehr geringe Geschwindigkeit. Das heißt, für Monorailbahnen gibt es nicht wirklich Erfahrungswerte für Lärmschutz. Es gibt keine wirklichen Erfahrungswerte für andere Sachen, wenn es in die höheren Geschwindigkeiten reingeht. Und dementsprechend, weiß ich nicht. Also ich halte das nicht für sinnvoll, sich da jetzt auf eine Technologie vorzulegen, vor allen Dingen, wenn es so einen politischen Hasenfuß hat. Wird da lieber eine sehr offene Anforderungsbeschreibung machen. Und man kann dann auch plakativ sagen, ja, Flughafen zum Hauptbahnhof 25 Minuten ist realistisch, ganz normal, und das wollen wir mindestens erreichen. Das ist auch plakativ. Ja? Und wenn man Technologieförderung machen will, dann kann man das gerne tun.
Es gibt genug Standorte, wo Technologien wie Monorails oder sonst was aufgebaut werden können. Zum Beispiel gibt es einen ganzen Haufen stillgelegte Armeekasernen oder sonst was, was alles nicht mehr nötig ist. Da kann man mal so eine Monorailbahn testweise aufbauen oder als Ersatz für irgendeine Straßenbahnlinie, die irgendwo einen Berg hoch geht und der Gradient dann halt zu steil ist. Da kann man solche Dinge mal ausprobieren, ja, aber nicht am Flughafen über solche Strecken, nicht mit den Investitionsbeträgen, weil das haben wir schon alles erlebt mit dem Transrapid. Danke. Dankeschön. So, jetzt müssen wir zunächst mal klären, über welchen Antrag wir abstimmen wollen. Wer lieber über den Positionsantrag 01 von Jens, Monorailbahn zum Flughafen München, abstimmen möchte, der hebe jetzt bitte die grüne Stimmkarte. Dankeschön. Wer lieber über Positionspapier 04 von Andreas Witte, Anforderungen für die Flughafenanbindung, abstimmen möchte, jetzt bitte die grüne Stimmkarte heben. Das ist die Mehrheit. Dann stimmen wir ab über Positionspapier 04, Anforderungen für die Flughafenanbindung. Es ist ein Positionspapier, zur Annahme genügt die einfache Mehrheit. Wer für diesen Antrag ist, die grüne, und wer dagegen ist, die rote Stimmkarte heben. Wir müssen zählen. Lasst bitte oben. Gut, wir müssen es. Gut, also wir kommen auf unterschiedliche Ergebnisse, aber beide sind positiv, also der Antrag ist angenommen. Kurze Anmerkung: Wir hatten eine abweichende Anzahl der Pro-Stimmen, aber die gleiche Anzahl an Kontrastimmen, deswegen kann man das so stehen lassen. Gut, kommen wir zu Positionspapier 03. Entschuldigung, ich korrigiere mich, Positionspapier 02, Gesamtantrag Bildung von Jürgen. Jürgen, kommst du bitte vor und stellst den Antrag vor. Oder ein Vertreter natürlich. Hallo, hallo, hallo. Also, Jürgen ist nicht da, ich heiße Hilmar. Wir haben diesen Antrag mehr oder weniger schon in Gemünd verabschiedet als Wahlprogramm. In Sonthofen war dann die Aussage, dass alles Wahlprogramm sozusagen erstmal nicht mehr gilt und die alten Positionspapiere gelten. Das macht bei unserem Bildungsprogramm ein bisschen Probleme, weil wir haben drei alte Positionspapiere, die teilweise Bugfixes gebraucht haben, teilweise sozusagen sich überschneiden, und wir haben damals in Gemünd sozusagen ein Positionspapier als Wahlprogramm sozusagen verabschiedet und würden gerne heute wieder dieses als Positionspapier verabschieden. Also ihr habt eigentlich schon letztes Jahr dafür gestimmt, sogar mit Zweidrittelmehrheit. Wir haben jetzt dann nur die Module drin, die damals es auch geschafft haben, und würden gerne das wieder als Positionspapier haben, damit wir in der Bildung, FG Bildung, sozusagen darauf aufbauen können und nicht wieder von vorne anfangen müssen. Das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Dankeschön. Gibt es dazu Beiträge? Ja, ich stelle mich jetzt mal ans Pro-Mikro. Ich würde noch rein von der Beschreibung unserer Position da einfach ein bisschen die praktischen Dinge hervorheben, zum Beispiel die längere Grundschulzeit oder die Nicht-Aufspaltung der Schülerschaft. Sehr vorteilhaft für kleinere Schulen und in ländlichen Gebieten, für die Erhaltung von Schulen eben vor Ort. Und das müssen wir, glaube ich, gerade in Bayern, wo wir viel Fläche haben, stärker herausstellen. Also wenn ich eine Grundschule habe, die in einem kleineren Ort ist, die hält sich viel einfacher, wenn eben da 6 Grundschulklassen drin sind, statt 4. Das macht einen großen Unterschied aus, und das müssen wir den Leuten dann auch
am Ende im Wahlprogramm auch aufzeigen. Das fehlt noch ein bisschen in dem Antrag, spricht jetzt nicht gegen den Antrag, sondern da könnte man noch mehr verbessern. Also ein bisschen in die Umsetzungsvorteile auch mal reinschauen in der Bildung. Keine Frage. Dankeschön. Möchte noch jemand was sagen? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung über dieses Position. Entschuldigung. Ja. Das ist ja schon fast einmal. Ja, vielen Dank, Tobias, ist klar. Ne? Wir wollen erstmal das verabschieden, wo schon verabschiedet wurde. Wir wollen nichts Neues dazufügen. Wir wollen hier eine Basis schaffen, wo wir dann als FG Bildung wieder weiterarbeiten können. Klar sind dann so einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel eben die Grundschule, die dann erhalten werden kann, die muss man herausheben. Aber wir brauchen erstmal die Basis, damit wir wieder mit drei verschiedenen Positionspapieren rumjonglieren müssen. Eins bleibt das so und so bestehen, steht ja alles oben drin. Und dann ist eigentlich das Wahlprogramm als Positionspapier. Und da können wir dann weiterarbeiten. Möglichst wieder politisch. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für die Annahme dieses Positionspapiers Gesamtertrag Bildung, Positionspapier 02 ist, bitte jetzt die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Gut, damit ist dieses Positionspapier angenommen. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Positionspapier. Das ist das 05. Entschuldigung, 03. Ich bin immer meiner Zeit voraus, zumindest was Anträge anbetrifft. Großprojekte und Politik, Antragsteller ist Andreas Witte. Bitte schön. Ja, es gibt einen ganzen Haufen Großprojekte, die zurzeit schiefgehen. Das letzte Beispiel ist, dass archäologische Fundstücke S21 weiter verzögern werden. Das macht heute so irgendwie die Runde, dass sie da irgendwelche römischen Öfen von irgendwelchen römischen Bädern und Kanaleinrichtungen gefunden haben. Also insofern, das heißt, ich will hier eigentlich prinzipiell reinschreiben, das Positionspapier soll intern wie extern wirken. Und zwar, ich stelle mir vor, dass wir uns weniger auf so eine spezielle Technologie festlegen und dass, sofern die Planung mal irgendwann durch ist, die Planung auch nicht mehr von Politikern wie Wovereit, der alle drei Tage mit einer neuen Idee für seinen tollen Flughafen gekommen ist, noch zigmal gestürzt wird. Ja, der Flughafen Berlin ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass die Politik immer wieder mit Änderungswünschen auf die Planer zugekommen ist und die nie einen wirklich finalen Stand gehabt haben. Ja, hat das jetzt nun 20 Gates, hat es nun 40 Gates, wie viele Fluggäste erwartet man, dann wird es wieder hochgeschraubt, mehr Fluggäste, aber dann soll das Gebäude wieder kleiner werden, weil es billiger sein muss. Also unterm Strich, das habe ich jetzt hier in so einer allgemeinen Prozessliste mehr oder weniger einfach einmal runtergeschrieben, wie ich mir vorstelle, dass Politik und technische Planer zusammenarbeiten und zusammenwirken. Und ja, wieder bei die engagierte Öffentlichkeit einzubinden ist. Natürlich gibt es dann Erweiterungen, wie genau dass die ganzen Dokumente öffentlich sein müssen und sonst was in anderen Positionspapieren, die wir bereits beschlossen haben. Dankeschön. Gibt es hierzu Redebedarf? Im Antrag sehe ich nichts, wie du auf Bürgerbegehren oder Sonstiges im Verlauf eines Projektes eingehst. Also als konkretes Beispiel, du weißt ja, dass wir in Nordbayern die Stubbplanung haben und jetzt gibt es konkret ein Bürgerbegehren, das von Bürgerhand initiiert wird, wo wir ja eigentlich dafür wären. Nur in diesem Verfahren, was du da beschreibst, wäre das ja dann wohl eher nicht der Fall, dass man dann noch nach Phase 5 ein Bürgerbegehren unterstützen könnte. Bürgerbegehren gibt es dort. War das jetzt ein Pro und eine Frage? Eine Frage. Bürgerbegehren gibt es dort noch nach Baubeginn, wo eklatante Mängel in der Planung immer noch drin sind. Und genau das will ich ja eben nicht. Ich will, dass die Politik nicht erst plant,
die Planung als Geheimsache mehr oder weniger behandelt, weil es könnte ja jemand wissen, wie der Flughafen funktioniert, was unter Fachleuten sowieso total gang und gäbe ist. Die schauen sich das einmal an, den Plan, und wissen Pi mal Daumen, wo was ist. Ich will, dass quasi frühzeitigst die Planungen öffentlich sind. Dann können sich auch Bürger, interessierte Bürger, engagierte Bürger, frühzeitig mit der Ausmerzung dieser Mängel und mit den Widersprüchen beschäftigen. Und dann braucht es IMHO keine Bürgerbegehren mehr nach Baubeginn. Ja, ich habe zwei Punkte. Zum einen steht in dem Punkt 3, der vor dem Einstieg in das Genehmigungsverfahren stattfinden soll. Ich finde aber in keinem der weiteren Punkte auch für mich jetzt irgendwie inhaltlich nachvollziehbar das eigentliche Genehmigungsverfahren. Kurz auf deine Gegenrede zu der Frage eben. Wir haben es gerade an Stuttgart 21 gesehen. Das Ganze war ja eine Planung, die weit über 20 Jahre ging, bis es dann, gut, nicht ganz so transparent, wie wir uns das vorstellen, bis es dann tatsächlich dann in die Bauphase ging. Dann wären nach deinen Vorstellungen die Proteste, die jetzt stattgefunden haben, die Versuche von Bürgerseite dagegen vorzugehen, quasi ausgehebelt. Finde ich ein bisschen arg technikhörig und ist der Bürgerwille ein bisschen arg weit rausgenommen. War es ein Statement oder eine Frage? Ich soll darauf antworten. Okay. Nein, ich sehe das nicht sehr technikhörig, aber wir haben als Demokratie zwei Probleme. Auf der einen Seite werfen wir gerne unseren Politikern vor, wenn die Kosten explodieren, auf der anderen Seite sind wir nie zufrieden. Und es muss unter Bürgerbeteiligung eine finale Planung erstellt werden und die dann durchgezogen werden. Ja, bei Stuttgart 21 hätte es auch sonst Proteste gegeben, aber wahrscheinlich wäre eine Planung wie Stuttgart 21 unter frühzeitigster Bürgerbeteiligung nie so weit gekommen, sondern im Rohr krepiert. Also, ich finde den Antrag nicht schlecht, werde dem auch zustimmen. Ich möchte noch ein bisschen was ergänzen, weil das Thema aus meiner Sicht noch mehr Facetten hat. Zum einen schon vor der Ausschreibung versucht die Politik ja gerne, die Kosten klein zu rechnen, um Projekte durchzukriegen, die eigentlich zu teuer sind, so wie jetzt in Berlin. Und hinten raus wird es dann 50% oder 100% teurer, als es am Anfang hieß, oder noch teurer. Dazu gehört dann auch die Ausschreibung selber, die dann natürlich entsprechend verkleinert ist und dann eben doch wieder teurer wird. Und natürlich die Firmen, die genau wissen, wenn das Ding halb fertig gebaut ist und das Geld ist alle, geht es natürlich trotzdem weiter. Und da würde ich eben gerne sehen, dass mehr ja wirklich Ziele in der Ausschreibung drinstehen. Das ist dann schon recht ähnlich, wie es im Antrag hier steht. Und diese Ziele sind dann zu erfüllen von diesen Unternehmen, weil es sind Wirtschaftsunternehmen und es ist ihre Aufgabe eben auch Risiken zu übernehmen, weil das die Aufgabe von Wirtschaftsunternehmen irgendwas auch ist. Das heißt, wenn das Geld dann vor dem Ende des Baus leer ist, dann müssen sie das Ding halt trotzdem fertig bauen, dann fangen sie nämlich nicht an und machen quasi diese Masche mit, dass sie genau wissen, wenn das Ding halb fertig ist, wird trotzdem fertig gebaut und sie kriegen halt ihr Geld sowieso, weil die Politik nicht den Rohbau stehen lässt. Da würde ich eben gerne mehr Zielvereinbarung sehen, dass das Ding fertig gebaut werden muss. Klar kann man dann noch einen Puffer machen von 10-20%, dass man auch noch ein bisschen was ändern kann, wenn wirklich noch Bedarf da ist oder wenn doch ein bisschen mehr Geld notwendig ist, dass eben ein kleiner Puffer da ist, aber nicht irgendwie 50% oder sowas. Dann das Thema zum Beispiel externe Gutachter, finde ich, sollten vorgeschrieben sein. Gerade bei solchen großen Projekten lohnt sich das, auch wenn die ein bisschen Geld kosten. Das ist viel billiger als Hunderte von Millionen oder ja, einen Haufen Geld irgendwo zu verpulvern. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwiefern die schon vorgeschrieben sind, muss ich zugeben. Ja, das wäre es von mir. War das eine Frage? Nein. Du kannst gerne im Abschlussstatement dazu was sagen, wenn du möchtest. Okay. Ich finde die Darstellung der Planung, wie sie hier dargestellt ist, naiv. In der Realität funktionieren Pläne nicht. Davon muss man ausgehen. Du sagst hier, okay, wir machen den perfekten Plan und den setzen wir um. Planung ist immer zukunftsorientiert und die Zukunft wissen wir nicht.
Ein kluger Mensch hat mal gesagt, wer plant, ersetzt den Zufall durch den Irrtum. Und ich möchte eine derart naive Darstellung lieber nicht als Positionspapier unserer Partei sehen, auch wenn ich deine Motivation durchaus nachvollziehen kann. Dankeschön. Gibt es weitere Redebeiträge? Jetzt aber bitte zügig. Also, dass es keine objektiv beste Lösung gibt, das ist ja gerade das Wesen von Politik. Also dieser Antrag ist sozusagen vollkommen unpolitisch und sehr naiv, weil er so tut, als gäbe es irgendwie immer die objektiv beste Lösung. Aber Politik sind immer widerstrebende Interessen und verschiedene Interessengruppen und so weiter. Also ich würde das auch nicht annehmen. Dankeschön. Nachdem keiner mehr im Mikro steht, gehe ich davon aus, dass auch niemand mehr reden möchte. Dann bitte ich den Antragsteller um Schlusswort. Ja, ich gebe natürlich recht, dass es nie die perfekte und nie die objektive Lösung gibt. Das Problem ist, dass bei Großprojekten einseitig Interessen abgefragt werden, Interessenträger zum Teil ausgeschlossen werden und in Genehmigungsfahren überrannt werden. Ja? Wer für irgendeine Bürgerinitiative mal irgendwie versucht hat, als Interessenträger von einer Gemeinde befragt zu werden, der weiß, welch schweren Stand er hat. Und ich will, dass über das Genehmigungsverfahren dieser generelle Ablauf übergestülpt wird. Das heißt, das Genehmigungsverfahren mit seinen rechtlichen Beteiligungsmöglichkeiten bleibt davon natürlich vollkommen unberührt. Und da sind dann auch die externen Gutachter einzubinden, weil das vorhin der Punkt war. Was aber hier der wesentlichere Teil ist, wir führen eine Planung so weit aus, dass wir uns alle oder weitestgehend darauf geeinigt haben. Und dann fangen wir an zu bauen. Wir fangen nicht an zu bauen, wie zum Beispiel bei der zweiten Stammstrecke das passiert ist. Da wurden schon Flächen freigeschafft, obwohl noch gar nicht im Innenstadtbereich die Planung, geschweige denn die Genehmigung fertig war damals. Und genau das wollen wir nicht. Was wir auch nicht wollen, ist mit einem Projekt, ich nehme jetzt wieder die zweite S-Bahn-Strecke als bestes Beispiel, was war ursprünglicher Projektumfang? Ursprünglicher Projektumfang waren 7 oder 8 Stationen auf der Strecke, eine Anbindung Richtung Giesing, es war eine Anbindung auf der anderen Seite Richtung Leim. So, was hat man rausgestrichen? Man hat etliche Stationen rausgestrichen, um die Kostensteigerungen zu verhindern oder zu vertuschen. Man hat die Anbindung nach Giesing rausgestrichen, das sind auch über 3 Kilometer Tunnel gewesen. Und komischerweise steigen die Kosten trotzdem. Ich will das nicht mehr. Und ich will, dass erst eine Lösung erstellt wird, dann werden die Kosten ermittelt und dann wird gebaut. Und nicht andersrum. Wir gehen in die Öffentlichkeit mit Kostenvoranschlägen für ein Projekt, was wir danach noch 10-mal im Umfang verändern und am Schluss sagen alle, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich denke, das ist aktiver Wählerbetrug, wenn so Großprojekte realisiert werden, mit der Begründung, naja, die Realität ist halt der Irrtum, der geplante Irrtum oder wie auch immer das Zitat war. Danke. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Positionsantrag 03. Wer für diesen Antrag ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Der Antrag ist angenommen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Positionspapier 05, Aktualisierung Positionspapier Energiepolitik, Antragsteller Thomas Blechschmidt. Thomas?
Gut, wenn ihm jemand Bescheid sagen könnte, dann würde ich mit eurem Einverständnis vorschlagen, dass wir dann das Positionspapier 06 behandeln. Der Landesverband Bayern betrachtet die Piratenpartei als sozialliberale Partei. Antragsteller ist Geoffrey. Okay. Ich warte 30 Sekunden. Wenn er bis dahin nicht da ist, mache ich den... Der steht draußen und sagt, cool. Gut, ich sage ja, ich warte 30 Sekunden. So, Geoffrey, stell bitte deinen Antrag vor. Entschuldige die Verspätung, ich war gerade noch zu Hause, musste was dringend abholen. Das war Timing. Also, der Titel ist, glaube ich, schon relativ aussagekräftig. Der Landesverband Bayern betrachtet die Piratenpartei als sozialliberale Partei. Es ist ein Antrag zum Selbstverständnis, ein Antrag zur Selbstbeschreibung. Und er ist eine Copy-Paste all der Anträge, die damals in den... Verwerfungen um die Bombergate und um die Fahrengate-Affäre damals in mehreren Landesverbänden schon abgestimmt wurden und teilweise auch von den Landesvorständen damals eingebracht wurden. Jetzt ist zwar diese große, diese relativ hitzige Debattenzeit doch zum großen Teil durch, zumindest in meinem Empfinden, aber dennoch finde ich es auch aus, ich nenne es mal aus Synchronitätsgründen und auch aus Gründen der Selbstbestätigung und auch der Selbstidentifikation doch eine recht schöne Geste, diesen Antrag ähnlich wie in den anderen Landesverbänden NRW, Niedersachsen und einen habe ich noch vergessen, Schleswig-Holstein, glaube ich, haben sie bereits abgestimmt, ihn mit einzubringen und dann auch dementsprechend ähnlich zu beschließen. Im meisten Teil gibt es nicht sonderlich viel mehr zu diesem Antrag zu sagen, da er eigentlich durch seinen Antragstext für sich selber spricht. Es ist eigentlich bei der Frage, ob man ihn denn so abstimmen möchte oder nicht, wie man abstimmen möchte, ob ja oder nein, liegt letztlich daran, ob man den Text lesen kann und für sich selber sagen kann, ja, so verstehe ich mich, ja, damit kann ich identifizieren, ja, dahinter stelle ich mich. Das ist eigentlich die einzige Sache, die ich hier tatsächlich als Entscheidungskriterium und auch als Überzeugungsargument anbringen kann, ob man sich damit identifiziert ist, wie ich öfter schon in Gesprächen feststellen durfte, eine doch etwas schwierigere Frage, weil es natürlich auch um unterschiedliche Begriffsdefinitionen und Ähnliches geht. Ich für meinen Teil finde, dass einerseits all die Punkte, die dieser Antragstext aufführt, sehr gut das widerspiegeln, was wir auch als eine Bürgerrechtspartei und als eine Partei, die gerne die demokratische Mitbestimmung beibehalten und verbessern möchte, widerspiegelt. Und für mich persönlich bezeichnet der Begriff sozialliberal ein, ich sage jetzt mal, grundlegendes Politikkonzept, das man auch bezeichnen könnte als freies, selbstbestimmtes Leben in Würde. Das ist das, was für mich in diesem Begriff drin steckt, und das ist für mich der Begriff und das Leitbild, das für mich persönlich auch tatsächlich hinter all meiner piratigen Politik und hinter meinen politischen Wertvorstellungen steht. Wenn ihr das ebenso seht, dann stimmt ihn ab. Wenn nicht, werde ich nicht austreten, bloß weil ihr jetzt sagt, ihr könnt euch mit diesem spezifischen Terminus oder dieser spezifischen Interpretation nicht identifizieren. Soweit von mir. Dankeschön. Es gibt Gesprächsbedarf. Fangen wir mal mit Pro an. Nur eine Frage, haben die anderen Landesverbände das auch angenommen? Weil es ist ja bloß geheißen, dass es auch gestellt wurde. Deswegen ist die Frage, wurde es angenommen? Diese drei Landesverbände, die ich erwähnt habe, das waren Niedersachsen, NRW und Schleswig-Holstein, die haben den angenommen. Ich glaube, er wurde in Bavü gestellt, da aber nicht angenommen. Von diesen vier weiß ich sicher, bei allen anderen müsste ich jetzt mit Halberinnerungen arbeiten. Ich glaube aber, dass es tatsächlich noch einen fünften gab, wo er zur Abstimmung stand, da weiß ich das Ergebnis aber nicht. Also die haben den bereits positiv beschieden. Gut. Bei Hessen wusste ich es gar nicht, dass sie das im LPT hatten, aber danke. Dann danke für den kurzen Hinweis. Der erste Kontrabeitrag. Welche Veränderungen ergeben sich daraus für das Grundsatzprogramm und für die weltweite Bewegung der Piratenpartei? Keine, von denen mir bewusst wäre, weil ein Positionspapier eigentlich per se nichts im Grundsatzprogramm ändern kann. Vor allem nicht, da es ja auf Landesebene kein Grundsatzprogramm gibt. Mikro. Und wir uns hier auf einer Ebene eines landesspezifischen sonstigen Antrags bewegen. Das ist eine Sache des Selbstverständnisses und der Selbstdefinition, die erstmal eine, ich nenne es jetzt mal eher eine Willensbekundung ist, statt eine wirkliche Änderung.
Dankeschön. Bevor wir weitermachen, wir haben einen Antrag zur Geschäftsordnung von Secor. Bitte schön. Ich hätte gerne den Geo-Antrag auf Meinungsbild zum derzeitigen Zustand der Diskussion. Also die Zustimmung zum Antrag bei der derzeitigen Diskussion. Wer würde dem zustimmen? Wer würde dagegen stimmen? Gut, dann hebt mal die Stimmkarten. Wer zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen würde mit Grün, wer ablehnen würde mit Rot, dann teile ich dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild sehr überwiegend positiv ausfällt. Okay, dann hätte ich noch einen Geo-Antrag, wenn ich schon dabei bin. Schließung der Rednerliste. Gut, dann haben wir einen Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da eine Gegenrede? Formal, gut. Dann, wer für die Schließung der Rednerliste ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Dankeschön, wer dagegen ist, die rote. Ja, dann ist die Rednerliste geschlossen. Wer jetzt noch was sagen möchte, bitte zügig zum Mikrofon gehen. Dann haben wir jetzt noch, wie es ausschaut, zwei Kontrabeiträge. Vielleicht nochmal zum Begriff sozialliberal. Also ich möchte jetzt nicht hier auf den Begriff selbst eingehen, sondern man muss natürlich immer sich vor Augen führen, welche Wirkung solche Begriffe insbesondere auch nach außen haben. Und wenn ich hier so durch die Runden schaue, sind natürlich viele Jüngeren da, denen eben möglicherweise auch gewisses Feedback aus früheren Jahren fehlt, weil ich habe das noch und es hat einmal eine sozialliberale Koalition gegeben. Und zwar aus SPD und FDP. Und diese sozialliberale Koalition ist von der FDP aufgekündigt worden und hat uns 18 Jahre lang Helmut Kohl beschert. Und deshalb weigere ich mich hier irgendwo den Begriff sozialliberal in den Mund nochmal zu nehmen. Und es nur aus dem Grund, nicht wegen dem Begriff, sondern nur wegen den Emotionen, die er bei manchen Leuten dieser Begriff hervorrufen kann. Danke. Ja, ich darf nochmal daran erinnern, dass bei uns in der Bundessatzung ganz am Anfang steht, die Piratenpartei Deutschland ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes. Also das reicht mir eigentlich, um mich selber daran zu erinnern, dass wir uns zum Grundgesetz bekennen. Und alles andere ist fragwürdig, vor allem dieser Begriff freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung explizit zu bekennen, das erinnert mich an diesen Extremismusklausel-Schwachsinn, den Christina Schröder mal einführen wollte. Es erinnert mich sogar an die Gesinnungsschnüffelei des Verfassungsschutzes und anderer Geheimdienste, die wir eigentlich ganz entschieden ablehnen. Dankeschön. Das war der letzte Wortbeitrag. Ich bitte den Antragsteller um Schlusswort. Eine kurze Sache möchte ich noch gerne hinzufügen, und zwar zu dem, was Peter Lang vorher gesagt hat oder gerade eben gesagt hat. Ja, die sozialliberale Koalition ist damals aufgebrochen auf Bestreben der FDP und hat uns in eine Ära von Schwarz-Gelb damals geführt unter Helmut Kohl. Und das war jetzt auch nicht die Zeit, die ich wirklich als die politische Blütezeit bezeichnen würde, der Bundesrepublik Deutschland, wo Entscheidungen getroffen wurden, die ich voll unterstützen würde. Aber das ist auch letzten Endes, war diese Aufkündigung, um jetzt ein ganz bisschen in die Politikhistorie zu gehen, wenn du mit dem Ball schon zuspielst, auch ein Sinnbild dafür, dass sich eben die FDP geändert hat, gewandelt hat, weg vom Sozialliberalismus und hin zu einem immer krasseren Neoliberalismus und Marktradikalismus, der sie letzten Endes dann jetzt auch in die jetzt meiner Meinung nach verdiente Bedeutungslosigkeit geführt hat. Und der jetzt sogar dazu führt, dass ich Ende September eine neue liberale Partei gründen möchte, die ebenfalls sich als sozialliberal bezeichnen möchte, weil sie sagt, die FDP hat diese Grundsätze verraten, über Bord geworfen in der rechtsliberalen Koalition mit Helmut Kohl damals. Von daher, der Begriff ist ein bisschen verbrannt, ja, aber nicht so verbrannt, dass man das nicht abkratzen könnte und ihn neu besetzen könnte und ihm auch wieder die positive Bedeutung geben könnte, die er meiner Meinung nach hat. Dankeschön. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dafür ist, für die Annahme des Positionspapiers, bitte den grünen Stimmzettel heben. Wer dagegen ist, den roten. Damit ist der Antrag mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen. Dankeschön.
So, ist der Thomas Blechschmidt jetzt eingetroffen und einsatzbereit? Wunderbar. Ich gehe, ohne dass ich das vorhin gefragt habe, davon aus, dass es euer Einverständnis trifft, dass ich nicht einfach den Antrag abgearbeitet habe und gefragt habe, ob den jemand übernehmen will, wenn einer anderweitig beschäftigt ist, dass wir ihn jetzt nur zurückgestellt haben. Es war in erster Linie eine rhetorische Frage an die Versammlung, weniger an den Antragsteller. Dann darf ich wohl anfangen. Losgegangen ist es damit, dass es im Landesparteitag eigentlich die Aufforderung gab, mal in die Positionspapiere reinzusehen, ob man da Aktualisierungsbedarf hat. Und das derzeitige Positionspapier zur Energiepolitik in Bayern hat noch ein paar Punkte drin, die eigentlich überholt sind. Ich nenne mal als Beispiel nur den, dass wir dafür sind, dass der Beschluss zum Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Kernenergie zurückgenommen werden soll. Das ist inzwischen ja passiert, also sind wir da nicht mehr aktuell. Der nächste Schritt war dann in der AG Energiepolitik Bund die Bitte auszusprechen, da bin ich ja Mitglied, dass wir das Ganze nehmen und überarbeiten. Und da haben wir ein Pad aufgemacht, haben den Text reingestellt und dann ist die Arbeit irgendwann losgegangen mit zeitweise guter Beteiligung, dann eine Weile gar nichts mehr, dann wieder mehr Beteiligung, wieder mal immer. Und rausgekommen ist am Ende das, was ihr jetzt hier lesen könnt. Das hat jetzt eigentlich zwei Dinge, zwei Funktionen. Zum einen natürlich ein bisschen aktueller zum sein, das ist das eine. Zum anderen das Stilistische. Viele werden sich gewundert haben, was das für eine komische Form ist, ein Positionspapier vorzustellen. Kann ich mir vorstellen. Manche haben gefragt, warum sind das nur Überschriften? Kann man auch so sehen. Ich sehe es anders und habe es mit Absicht so gestaltet, habe auch Zustimmung bekommen von etlichen Leuten. Weil dieser Antrag auf die gesamte Antragslyrik, die wir so gut kennen, verzichtet und einfach nur die Positionen benennt, wofür man stehen kann. Und damit man die auch alle einzeln aussuchen kann und das nicht irgendeine Gruppe unter sich als Gesamtpaket macht nach dem Motto, jetzt müsst ihr das Ganze schlucken oder nicht, ist jede einzelne Position als einzelnes Modul aufgeführt. Da Energiepolitik noch eine ganze Menge Aspekte hat, sind das relativ viele geworden. Und die Art und Weise, wie er dargestellt ist, ist eben mit Absicht so gemacht, damit es auch diesen Anspruch, der jetzt seit Neuestem formuliert wird und den ich persönlich sehr begrüße, in klarer und einfacher Sprache Dinge auf den Punkt zu bringen. Das sind sehr konkrete Positionen, also keine sehr allgemeinen. Und insofern sind sie auch möglichst knapp und kurz gehalten. Eigentlich auch mit dem Ziel, dass wer das gelesen hat und sich nicht für die Begründung interessiert, zumindest weiß, was drinsteht. Die Begründung ist dann weiterführend und auch die kann man, wenn man will, noch deutlich ausführen, aber ich würde sowas nicht ins Papier reinnehmen. Mir ist es einfach zu viel Text, anderen auch in solchen Papieren und insofern ist der Antrag auch als Anregung zu verstehen für andere Politikfelder, mal zu überlegen, ob denn nicht sinnvoll ist, Positionen als Positionen zu benennen. Hier stehen wir an diesem Punkt. Und diesen ganzen Wust an Text und diese ganzen Begründungen, die da meistens mit drinstehen, einfach mal auch in die Begründung reinzuschreiben, da gehört es ja nämlich hin und nicht in die Position selber. Und damit wäre ich eigentlich schon am Ende. Die Inhalte sind einfach sachlich ausgearbeitet und von den Leuten in der AG Energiepolitik auch sehr intensiv diskutiert. Und jetzt seid ihr dran mit Fragen. Danke. Vielen Dank. Es gibt Beiträge. Ja, hallo Thomas. Ich war mal in der AG Energiepolitik aktiv. Die Begründung liegt auf wahr, weil die AG Energiepolitik einen sehr, sehr übergrünen Anstrich sich selbst gegeben hat. Das ist ideologisch umgekippt, würde ich sagen. Und das Schlimme an diesem Positionspapier ist, ja, wir wollen, und da stehe auch ich für, wir wollen aus Atomenergie und fossiler Energie aussteigen. Aber wenn wir schreiben, wir wollen ein nachhaltiges Marktmodell, ja, sieht denn ein nachhaltiges Marktmodell so aus, dass wir weiterhin Förderungen fordern? Also ich finde, ein Markt muss sich mit sich selbst erstmal primär zurechtkommen ohne Förderung und nur dort, wo aktiver Bedarf besteht, irgendetwas zu verbessern, muss gefördert oder darf überhaupt gefördert werden. Und das steht in diesem Ding definitiv nicht drin. Und damit
habe ich eigentlich nur einen großen Anforderungskatalog, wie das nächste EEG, das EEG 3.0, wenn man so will, aussehen soll. Danke. Thomas, ich habe eigentlich eine Frage, und zwar würde ich gerne eine kleine Verbesserung anbringen. Können wir mal ganz nach unten scrollen, bitte? Da ist nämlich ein Typo drin, den man korrigieren sollte. Wir haben hier, zuerst dachte ich, du bist abergläubisch, weil hier steht 3.12 und dann 3.14, aber da 3.13 steht rechts oben im Modul 27 mittendrin. Da gab es einen Übertragungsfehler. Ich hatte gebeten, den zu korrigieren. Das ist offensichtlich nicht passiert. Tut mir leid. Also du stimmst mir zu, das sollte man ändern. Ja, redaktionelle Änderungen sind ja immer angebracht. Aber ich möchte auf die nicht gestellte Frage vom Andreas Witte trotzdem antworten. Ich hoffe, du hast den Antrag auch ganz gelesen. Das, was du forderst, das steht da sehr wohl drin. Du darfst den auch gern nochmal lesen. Also ganz ehrlich, ich sehe jetzt hier einen Haufen Überschriften. Ich sehe jetzt dazu keine wirkliche Position, was wir denn wirklich wollen. Ich stelle mir vor, ich stehe am Infostand und dann fragt mich einer, ja, was wollt ihr eigentlich bei suffizienter Netzausbau und Netzneutralität? Weil was hier jetzt als Begründung drin steht, ist nicht Teil des Positionspapiers. Im Prinzip kann ich nichts dazu sagen. Oder ich kann es natürlich, wenn ich jetzt halt irgendwie möchte, dass die Piratenpartei für irgendwas steht, suche ich mir hier eine tolle Überschrift, also umfassende Transparenz ist auch ganz toll, und erzähle dazu irgendwas, aber was wir wollen, steht nicht drin. Deswegen kann ich nur das ganze Ding ablehnen. Ja, ich kann bloß dazu sagen, wir sind die Piraten mit Kernthemen und es ist wieder mal ein Nicht-Kernthema, was wir jetzt beschließen würden. Wir kommen schon wieder zum riesengroßen Themenausbau, den wir eigentlich momentan nicht gebrauchen können, sondern eigentlich eine Beschränkung auf die Kernthemen. Und noch dazu, was der Holger eben vorher schon gesagt hat, ist es einfach ein Wust an Überschrift und keine inhaltliche Aussage. So, jetzt möchte ich auch nochmal zum Pro sprechen. Wir haben vorhin gehört, dass man, wenn man was plant, zunächst mal die Anforderungen klarstellen soll, bevor man die technischen Lösungen entwickelt. Und das ist sicher richtig. Und ich sehe hier Anforderungen und ich sehe hier keine technischen Lösungen, aber das ist genau das, was man in der gegenwärtigen Situation tun sollte. Danke, deswegen ist es auch so geschrieben. Entschuldige bitte, das war keine Frage an dich. Holger? Darauf möchte ich nochmal erwidern. Wir können natürlich Papiere mit Anforderungen erstellen, nur sind das keine Positionspapiere. Vor allen Dingen sind hier aber auch die Anforderungen, die wir haben, nicht wirklich ausgeführt. Also ich weiß jetzt nicht, was vollständige Umstrukturierung auf Dezentralität, was das sein soll und warum wir das fordern und wo die Vorteile sind. Und vom Positionspapier erwarte ich mir einfach, dass es durchaus auch in dem Positionspapier und nicht in der Begründung ausarbeitet, was wir denn wirklich wollen und mir auch Argumentationsleitfäden an die Hand gibt. Dankeschön. Wir haben noch einen Kontra und drei Pro-Beiträge frei. Wer möchte? Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich jetzt mal eine Frage an den Antragsteller. Der Antrag besteht ausweislich des Antragstexts aus 28 Modulen. Möchtest du die Module einzeln abgestimmt haben oder en bloc? Das ist eine Frage, die sollte die Versammlung entscheiden, nicht ich. Gut. Dann werde ich das als einen Antrag auf Meinungsbild. Wer den Antrag modular, also einzeln abgestimmt haben möchte, die 28 Module bitte jetzt die grüne Stimmkarte heben. Die Frage lautet, wer diesen Antrag, der auswählig seines Antragstexts aus 28 Einzelmodulen besteht, den kann man jetzt entweder einzeln abstimmen, also jedes einzelne Modul, oder sagt, das ist en bloc. Der Antragsteller hat es der Versammlung freigestellt, deswegen frage ich jetzt die Versammlung, wer es modular abgestimmt haben möchte, bitte jetzt die grüne Stimmkarte heben. Wer es en bloc abstimmen möchte, bitte jetzt auch die rote Stimmkarte heben. Gut, das ist eine sehr deutliche Mehrheit für die Abstimmung en bloc. Kommen wir zur Abstimmung. Wer für die Annahme des Positionspapiers 05, Aktualisierung Positionspapier Energiepolitik ist? Schlusswort vergessen. Wie bitte? Ja, schon wieder. Kinder, können mir ein Schild umhängen, dann, das war ja damals auch ganz hilfreich. Ich bitte um Entschuldigung, bevor wir zur endgültigen Abstimmung kommen, hat der Antragsteller selbstverständlich das Schlusswort.
Also, das mache ich auch ebenso kurz. Wie ich bereits bei der Vorstellung darauf hingewiesen habe, es sind Positionen. Positionen sind Standpunkte. Ganz kurz und knapp. Die Begründung, was die inhaltlich bedeuten, die stehen in der Begründung. Deswegen ist da eine ziemlich umfangreiche Begründung dabei. Und die Absicht war, einfach mal das Modell auch vorzuschlagen, eben nicht riesige Textwüsten zu fabrizieren, wo hinterher einer nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich gemeint ist, sondern einzelne Positionen klar zu benennen und zu sagen, lies in der Begründung, sei so nett, warum? Und in der Begründung steht es so. Ich weiß, dass besonders in grünen Parteien das anders gehandhabt wird, das kenne ich. Und da kommen wir dann auch gleich auf die Frage von Andreas Witte. In 3.3 ist die volkswirtschaftliche Rentabilität genannt und wenn du die Begründung dann liest, dann wirst du auch sehen, dass ganz klar drin steht, keine Förderung mehr durch Steuermittel oder sonstige Dinge, es sei denn, sie ist ganz transparent dargestellt worden. Und ja, es ist vor allen Dingen ein thematischer Vorschlag, wie man mit Dingen umgehen kann, weil wir heute, glaube ich, darüber geredet haben oder vielleicht noch darüber werden, mit klarer Sprache in Zukunft Dinge zu formulieren. Weil die Positionspapiere, die wir so haben, sind zwar alle sehr schön blumig und umfangreich, aber ich finde, die Aussage tritt hinter der Müste und der Menge an Text jedes Mal zurück. Und deswegen habe ich diese ganz andere Form vorgeschlagen und in der AG Energiepolitik hat eigentlich niemand was dagegen gehabt. Im Gegenteil, alle sind gespannt, wie man das kommunizieren kann, ob das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, ist es nicht tragisch, aber es ist eben auch als Beispiel gedacht, um sowas einfach mal klarzustellen. Statt Lyrik ohne Ende, klare Dinge benennen. Danke. Dankeschön. Kommen wir zur Abstimmung. Jetzt aber endgültig über das Positionspapier 05, Aktualisierung Energiepolitik. Wer für diesen Antrag ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Ach, Kinasch. Ihr macht mir echt Freude. Der Antrag ist mehrheitlich abgelehnt. Okay, damit sind wir mit den Positionspapieren durch. Wir kommen jetzt zu den sonstigen Anträgen, um euch einen kleinen Ausblick zu geben. Wir haben noch 7 sonstige Anträge. Damit wären wir mit den Anträgen für diesen Landesparteitag durch. Zunächst kommen wir zum sonstigen Antrag 01, zentraler Ort für LPT. Antragsteller ist Dennis Michalski. Bitte. Dennis Michalski, ist der da? Gut, wird der noch mal kommen? Gut, wenn der Antragsteller nicht da ist, Frage an die Versammlung, übernimmt jemand diesen Antrag, zentraler Ort für einen LPT? Gut, ich habe einen GO-Antrag auf Meinungsbild zu diesem Antrag. Wer würde diesem Antrag zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen, der bitte hebe die grüne Stimmkarte. Wer dem nicht zustimmen würde, die rote. Dann teile ich dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild überwiegend negativ ist. Gibt es... Moment. Ich stelle als Versammlungsleitung einen Antrag auf Meinungsbild, ob dieser Antrag behandelt werden soll. Wer dafür ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Gut, das Meinungsbild ist negativ, dann behandeln wir den Antrag nicht.
Kommen wir zum sonstigen Antrag 02, Arbeitsmarkt Mindestlohn. Antragsteller ist Tobias Rudert. Ja, hallo Piraten. Wie ihr sicher wisst, ist der Mindestlohn ein aktuelles Thema. Genauer gesagt, der gesetzliche Mindestlohn, der bundesweit einheitlich eingeführt wird in den nächsten 2 Jahren. Ich bin der Meinung, wir sollten zu diesem Thema genauer Stellung beziehen. Und zwar deswegen, weil das jetzige Konzept mangelhaft ist zur Umsetzung eines Mindestlohns. Insbesondere deswegen, weil die Zielsetzung und das Konzept nicht zusammenpassen. Das Ziel ist erstmal ganz bodenständig, ein ordentliches Einkommen unter Annahme einer Vollzeitstelle. Das ist allerdings bei einem bundesweit einheitlichen Mindestlohn, der auch eine einheitliche Höhe hat, schon allein deswegen schwierig, weil er nicht regionalisiert ist. Und ein solcher Mindestlohn sollte wegen dem unterschiedlichen Preisniveau auch eine unterschiedliche Höhe haben. Wenn ich vergleiche Brandenburg oder München Stadt, das ist einfach, sind einfach zwei Welten, zum Beispiel was die Mieten betrifft. Folglich brauche ich auch unterschiedliche Höhen, um dieses Ziel eines angemessenen Einkommens aus einer Vollzeitstelle zu erreichen. Ja, das ist der eine Punkt, der hier vorgesehen ist. Der andere Punkt ist, dass es eine Untergrenze für die Annahme einer Arbeitsstelle sein soll. Bisher ist diese Untergrenze die Sittenwidrigkeit, was ein ziemlich großes Problem ist, weil das nämlich sehr unkonkret ist und auch nach unten hin kaum begrenzt ist oder nur sehr, sehr, sehr weit runtergehen kann vom Stundenlohn her. Das heißt auch, dass dieser Mindestlohn nachgiebig ist. Nachgiebig heißt, wenn jemand für weniger Geld arbeiten möchte, kann er das tun. Jetzt die Frage, warum nachgiebig? Zum einen der Mindestlohn, zurück zum Ziel, der Mindestlohn soll ja vor Erwerbsarmut schützen, aber nicht vor der Möglichkeit zur Erwerbsarbeit. Im Augenblick mit dem jetzigen Plan der Bundesregierung passiert das, wenn jemand eine Arbeitsstelle hat und die ist nicht mindestens auf Höhe des Mindestlohns, dann kann er dort nicht arbeiten, das ist nicht legal. Zum anderen ist es auch eine Bevormundung des Einzelnen, wenn er das möchte und auch wirtschaftlich kann, soll er die Möglichkeit dazu haben, das selbst zu entscheiden. Und last but not least, der Gesetzgeber hat große Schwierigkeiten damit, die Realität abzubilden. Zum Beispiel deswegen, weil es kann Praktika geben, die vielleicht interessant sind für Studenten. Es kann Zweitjobs, Drittjobs geben. Es kann zum Beispiel Organisationen geben, wo Leute sagen, das ist okay für mich, wenn es 10% unter Mindestlohn ist, ist für einen guten Zweck oder ist für mich besonders interessant. Deswegen möchten Sie dort arbeiten. Ein weiterer Punkt ist, es gibt einen Haufen Ausnahmen und Ausnahmen von Ausnahmen im jetzigen Konzept. Die spart man sich zum allergrößten Teil ein. Zum Thema Arbeitsplätze. Wenn es zu wenig ausreichend bezahlte Arbeitsplätze gibt, dann ist es zum einen ein generelles politisches Problem, unabhängig davon, wie der Mindestlohn gelöst ist. Und zum anderen führt es bei einem klassischen Mindestlohn zu einem noch größeren Problem, weil die Leute auch nicht die Möglichkeit haben, in gewissen Bereichen eben trotzdem Arbeit anzunehmen, wenn sie das möchten. Das führt dann zum Beispiel zu Schwarzarbeit sehr schnell. Entschuldige, wenn ich dich hier gerade unterbreche. Liebe Versammlung, wisst ihr, was der Antragsteller hier gerade macht? Er macht Politik. Und ihr seid lauter geworden, als Hinweis von der Versammlungsleitung. Bitte mach weiter. Ich bin soweit fertig. So, jetzt kommen wir zu den Wortbeiträgen. Bitte schön. Also erstmal grundsätzlich finde ich den Antrag nicht schlecht, aber Punkt A, es ist kein Landesthema, sondern ein Bundesthema. Und Punkt B, es ist kein Kernthema, sondern wieder eine Zerfaserung von unserem Kerngedanken, sondern geht wieder in die Breite. Also neben den Punkten, die der Milchi angeführt hat, mein Problem ist vornehmlich im letzten Absatz, es steht Arbeitnehmern frei, für einen geringeren Stundenlohn zu arbeiten. Das ist das Erste, wo die Arbeitgeber auf die Arbeitnehmer in irgendeiner Form Druck ausüben werden, in dem Moment, wo du einen überfüllten Arbeitsmarkt hast an der Stelle und
du gezwungen bist, irgendeine Arbeit anzunehmen, werden sie genau da ansetzen. Ich habe eine Frage, das ist ein sonstiger Antrag, ne? Den kann man eigentlich noch verändern. Ja, könnte man. Gut, wärst du bereit, das Ding zu verändern? Und zwar insbesondere an der letzten Stelle, weil damit habe ich auch ein sehr schweres Problem. Und das würde ich vorschlagen, dass man hinschreibt, dass unterhalb des Mindestlohns keine Stelle angenommen werden muss, bei vollem Erhalt der Sozialleistungen. Anders sehe ich nicht, dass das irgendwie meine Ja-Stimme erfahren kann. Das ist gemeint mit dem Antrag. Du meinst jetzt das Arbeitslosengeld, sehe ich das richtig? Ich meine auch den Druck, den eine Arbeitsagentur oder ähnliche Sozialbehörden auf dich ausüben können, einfach indem sie dich so drangsalieren, dass du das als das kleinere Übel siehst, einen Lohnverzicht hinzunehmen und dein Gehalt zu schmälern, als wie auf einen ordentlichen, bezahlten Arbeitsplatz hinzuwirken. Das ist eine Frage, oder? Wenn ich es richtig verstehe. Also, das steht in dem Antrag drin, das Thema Druck in der Arbeitsvermittlung ist ein Problem. Das wissen wir alle, dass es Prämien gibt für Arbeitsvermittler und so weiter, was ziemlich skandalös ist, aber ein Antrag braucht einen Fokus. Ich weiß, dass das miteinander zu tun hat, aber es steht in dem Antrag drin, dass die Arbeit nicht angenommen werden muss, wenn es die Arbeitsplätze nicht gibt zu dem Mindestlohn. Wenn die Leute es nicht möchten, muss es nicht passieren, aber ich kann nicht die Arbeitsvermittlung noch komplett reinnehmen, beziehungsweise sie ist ja schon beschlossen bei uns. Ja? Wir haben ja schon das Thema auf Bundesebene beschlossen, was die Arbeitsvermittlung angeht. Also ich bin der Meinung, es steht in dem Antrag drin, sie müssen es nicht, und das ist ja genau der Sinn, dass das der Mechanismus ist. Selbes Problem wie Niki und Andi. Wir werden immer jemanden haben, der arbeitet für weniger Geld, und ein Arbeitgeber wird eher den bevorzugen. Wenn der Antrag trotzdem angenommen wird, würde ich bitten, im zweiten Satz das Wort für durch als zu ersetzen. Das ist nämlich falsch. Wir betrachten die derzeitigen Pläne zur Umsetzung eines gesetzlichen Mindestlohns auf Bundesebene als mangelhaft. Ändert nichts am Sinn, ist aber richtig. Ich möchte im Prinzip auch in dieselbe Kerbe schlagen wie meine Vorredner. Der Zwang wird zwangsläufig entstehen. Du hast noch als Begründung vorhin gegeben, dass wenn jemand einen Zweit- oder Drittjob haben will, dass er dann gerne für weniger arbeiten kann. Meiner Meinung nach ist der Sinn eines Mindestlohns der, dass kein Zweit- oder Drittjob notwendig sein müsste. Also Abschlussstatement? Das war, glaube ich, keine Frage. Gut, war keine Frage. Ja. Schon klar. Transparenz. Marion hat hier das Schild mit einem großen Schlusswort und einem Herzausrufezeichen vor mich hingestellt. Ich glaube, ich werde es jetzt richtig machen. Du hast das Schlusswort, weil sich niemand mehr an den Mikros angestellt hat. Ja. Mit Zweit- oder Mehrfacheinkommen ist gemeint ein zweites Haushaltseinkommen. Ja. Das Ziel ist ein ausreichendes Einkommen, der Staat weiß aber gar nicht, wie viele Einkommen gibt es denn, beziehungsweise ja, wenn es eben ein Haushalt mit zwei Einkommen ist, ja, dann ist das ausreichende Einkommen möglicherweise auch ohne zwei solche Einkommen oder mehrere eben gesichert. Das ist damit gemeint. Zu dem Thema, es ist ein Bundesthema. Ich habe es mir vorhin nochmal angeschaut, habe es nochmal gesucht. Es gibt einen Beschluss der SPD München zur Vorratsdatenspeicherung, die sind dagegen. Und wenn die das können, dass sie ein Bundes- oder ein europäisches Thema beschließen, dann können wir auch ein Bundesthema beschließen. Ja, vielen Dank. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung über diesen sonstigen Antrag 02, Arbeitsmarktmindestlohn. Wer für diesen Antrag ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Okay. Dieser Antrag ist abgelehnt. Langsam haben wir es. Wir sind jetzt beim sonstigen Antrag 03, Fördermitgliedschaft. Es gab noch eine Ansage, Entschuldigung. Es beginnt jetzt, sag es selber kurz an, 10 Sekunden. Also ganz kurze Ansage nochmal, das PGP Key Signing wird um 15.45 Uhr im ersten Stock in dem Raum stattfinden,
wo auch die DSB sich getroffen haben. Also mit den Schildern nach Datenschutzschulung, also im Treppenhaus im ersten Stock und dann der erste Raum links. Dort um 15.45 Uhr bringt ihr eure ausgedruckte Liste mit und dann werden wir dort das Key-Signing machen. Okay? Dankeschön. Kommen wir jetzt zum sonstigen Antrag 03, Fördermitgliedschaft bei den jungen Piraten. Antragsteller ist Jan Kastner. Wie mir schon gesagt wurde, übernimmt den Antrag die Kat. Bitte schön. Hi, also ich stelle jetzt den Antrag für Jan als Proxy vor, weil Jan aus privaten Gründen weg musste. Das heißt, wenn ihr Fragen zu diesem Antrag habt, werde ich euch die vermutlich nicht beantworten können. Also das möchte ich gleich mal im Voraus sagen. Ich bin kein Yuppie, ich war nie Yuppie, also das wird vermutlich nicht so ganz funktionieren. Also im Endeffekt geht es in diesem Antrag darum, dass die Yuppies Bayern Geld haben möchten und sie bitten jetzt den Parteitag darum, eben zu beschließen, dass der Landesvorstand ein Fördermitglied wird und eben die Yuppies Bayern mit Geld unterstützt. Dankeschön. Es gibt Redebedarf. Bitte schön. Punkt 1, dort steht nicht drin, dass die Yuppies Bayern gefördert werden, sondern der Bundesverband der Yuppies. Und Punkt 2, wollen wir wirklich einen Jugendverband finanziell unterstützen, der nachweislich ein bayerisches Mitglied der Piratenpartei von einem seiner Versammlungen ausgeschlossen hat, ohne großartige Begründung? Können wir das finanziell unterstützen? Ich finde nicht. Ich spreche jetzt mal als Landesmutter. Ich könnte mir das vorstellen, wenn sich die Yuppies angewöhnen könnten, mal nett zu ihren Geschwistern zu sein, die zu ihren Geburtstagen einzuladen und andere Sachen. Und sie nicht einfach aufgrund irgendwelcher nicht nachvollziehbarer persönlicher Animositäten von irgendwas auszuschließen. Dass eine Jugendorganisation anderer Meinung ist als die Mutterpartei, das ist okay. Die darf auch mal provozieren. Aber wenn ein Sprecher der jungen Piraten Bayern angesichts des Landtagswahlergebnisses in Sachsen mehr Bomber-Harris-Wagen fordert und es unwidersprochen bleibt und wenn laut dem ursprünglichen Protokoll, das mittlerweile geändert worden ist, zur Einladung des UP-Camps Teilnehmer einzeln gesinnungskontrolliert werden sollen, dann hat sich eine Jugendorganisation von ihrer Mutterpartei programmatisch und inhaltlich verabschiedet und das ist nicht okay. Und deswegen bin ich nicht bereit, die jungen Piraten finanziell zu fördern. Jetzt mal langsam, Leute. Ich meine, okay, ich bin Vater, mein Sohn ist erwachsen, aber wenn ich so reagiert hätte auf alles, was der angestellt hätte und wenn meine Eltern so reagiert hätten auf alles, was ich angestellt habe, okay, dann gäbe es meinen Sohn nicht. Und wenn es ihn doch gäbe, hätte ich ihn schon lange erschlagen. Inzwischen sind wir die besten Freunde auf der Welt. Also, Leute, lasst die Kirche im Dorf. Die Jugend muss sich austoben. Das gehört dazu. Also ich habe hier einen Tweet von Samuel Wagner, dem Vorsitzenden der Yuppies, in dem er schreibt: Menschen, die es mir gleich tun und diese kaputte Partei hinter sich lassen wollen, empfehle ich den Austrittsgenerator. Also ich persönlich finde es unsinnig, Leute finanziell zu unterstützen, die unserer Partei so eine Einstellung haben gegenüber unserer Partei. Dankeschön. Bevor wir weitermachen, ich habe einen Geo-Antrag auf Meinungsbild, wer diesem Antrag zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen würde. Wer zustimmen kann, die grüne Stimmkarte bitte heben. Und wer es nicht zustimmen kann, die rote, teile ich dem Antragsteller mit, das Meinungsbild ist ganz überwiegend negativ. So, wir haben 4 Kontra und einen Pro-Redner, das heißt, entsprechend haben wir noch frei. Das Kontra-Mikrofon hat sich geleert. Dann kommen wir zur Abstimmung. Schluss. Vielleicht könnt ihr mir mal so eine Brille vors Auge hängen oder sowas. Also, ich erteile der Antragstellerin selbstverständlich das Schlusswort und kriege jetzt von meinem Chef, glaube ich, gleich einen Rüffel. Kein Alkohol für die VL am Samstagabend.
Zunächst einmal möchte ich betonen, ich unterstütze das mit dem kein Alkohol für die VLL am Samstagabend. Ich bin nämlich nicht die Antragstellerin. So, das möchte ich nochmal betonen. Ich stehe hier als Proxy. Und mir wurde gesagt, es geht um die UPs Bayern, aber offensichtlich steht das in dem Antrag so nicht drin. Das wollte ich jetzt nochmal so gesagt haben. Also meine Information ist, es geht um die UPs Bayern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Gut, wenn du jetzt dich inhaltlich von diesem Antrag distanzierst, wenn ich das so verstehe, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt über diesen Antrag als Übernehmende abstimmen oder du ziehst ihn zurück. Deine Wahl. Wieso übernehmen? Abstimmen, okay. Gut, wer für den Antrag ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Und wer dagegen ist, die rote. Das machen wir gleichzeitig. Ja, der Antrag ist mit einer einstelligen Kontrazahl abgelehnt. Ja, Entschuldigung. Ihr macht mich total verrückt. Das ist immer schwierig, wenn dann der Chef über die Schulter schaut, da wird man so nervös. Okay, jetzt kommen wir, ach, das kommt, glaube ich, der jetzigen Versammlungsleitung sehr entgegen, zum sonstigen Antrag 04, einfache Sprache. Allerdings in Texten des Landesverbandes. Antragsteller ist der Thoralf. Ja, es tut mir leid, Bim, das wird dir nicht helfen. Also dieser Antrag richtet sich insbesondere an offizielle Texte wie Pressemitteilungen, Artikel auf der Webseite, Wahlprogramme, Satzungen und so weiter und so fort. Ziel ist es, dort eine einfache Sprache zu verwenden. Warum das Ganze? Das Problem, das wir haben, ist, dass wir irgendwie versuchen, es allen recht zu machen und dabei einen Text zu generieren, den nachher gar keiner mehr versteht, und das bringt nichts. Wir sollten gerade auf offiziellen Darstellungen, ich rede hier nicht über Anträge, ich rede hier nicht über interne Diskussionen oder irgendwelche Beiträge auf Mailinglisten, sondern ich rede ausschließlich über externe, offizielle Dokumentation und Darstellung, sollten wir auf Texte zurückgreifen, die ein normaler Mensch und eben auch nicht normale Menschen verstehen. Denn wir haben nicht die Durchschnittsmenschen, jeder Mensch ist anders und wir haben Menschen, die hier und da Schwächen haben, die hier und da Stärken haben. Und da gibt es das Problem, dass wenn wir anfangen, die Texte so zu verhunzen, dass am Ende keiner sie mehr lesen kann, erreichen wir nicht das Ziel, das wir haben wollen. Deswegen der Antrag, bitte die Texte so zu gestalten, dass sie einfach sind, dass sie kurz sind und dass sie keine unnötigen Verunstaltungen beinhalten, also sich an den Duden halten. Dankeschön. Es gibt Gesprächsbedarf. Michelle, bitte. Ja, wie definierst du genau einfache Sprache? Weil es gibt tatsächlich quasi Regelungen, wo gesagt wird, einfache Sprache, das heißt tatsächlich für Leute, Migranten zum Beispiel, dass es auch wirklich verstanden wird. Das sind ganz, ganz klare Regelungen des Problems. Das schränkt uns teilweise sehr ein. Ich habe nichts dagegen, wenn jetzt Programme zum Beispiel auch in einfacher Sprache, diese Definition von einfacher Sprache. Die Sache ist halt, du musst teilweise die Anträge sehr, sehr stark verändern. Du musst Pressemitteilungen sehr, sehr stark verändern. Also ich glaube nicht, dass wir so viel aussagen können, wie wir jetzt aussagen, wenn wir in zumindest jetzt dieser sehr eingeschränkten Version von einfacher Sprache. Ansonsten sehe ich das Problem, dass wenn du sagst, du hast es jetzt nicht klar definiert, wie entscheidest du, wer entscheidet im Einzelfall, ist dieser Text jetzt in Ordnung? Ich sehe das als Frage an, würde deswegen gerne antworten drauf. Also es geht darum, nicht festzuschreiben, dass wir hier jetzt nur noch mit Hauptsätzen kommunizieren und damit die Bildzeitung emulieren, sondern es geht darum, dass wir die Texte auf die nötige Komplexität runterbrechen. Und dazu zählt eben auch, dass wir sowas wie ein Binnen-I oder irgendwelche Gender-Sternchen nicht reinhauen, weil die nämlich genau das Problem darstellen, dass sie beispielsweise von Leuten, die eine Leseschwäche haben oder auch eben gerade bei Ausländern zu Problemen, zu Verständnisproblemen führen. Das hilft dem Inhalt nicht, verkompliziert den Text. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir auch Leute haben, die beispielsweise eine Sehschwäche haben, die so weit führt, dass sie nicht mehr lesen können, sondern dafür irgendwelche Automaten brauchen, die ihnen das vorlesen, die scheitern regelmäßig an solchen Stellen. Das heißt, wir schließen damit aktiv Leute aus, darum geht es. Das heißt, wir sollten die Texte so gestalten, dass sie möglichst leicht verständlich sind, aber eben nicht den Inhalt verfälschen dadurch. Also wir sollten jetzt nicht nur absurderweise auf das absolute Minimum runtergehen. Einfache Sprache heißt nicht einfachste Sprache. Das ist deswegen auch so drin geschrieben.
Also ich finde den Antrag in seiner jetzigen Form sehr gut. Wollte dich eigentlich bloß fragen, sollte der Antrag so nicht verabschiedet werden, würdest du ihn nochmal neu einreichen und nur den Punkt Website und Wahlprogramme reinstellen? Weil das ist eigentlich so das Hauptthema, wo die meisten Leute auf uns zugreifen, die mit der Thematik eigentlich an sich wenig zu tun haben. Grundsätzlich lässt sich das machen, wobei ich die Pressemitteilungen eigentlich auch gerne drin sehen würde. Denn ich auch. Also ich würde ihn schon gerne in der Form beschlossen sehen. Den neu einzustellen in modularer Form können wir natürlich gerne machen, aber ich würde ihn sehr gerne in der Form sehen. Bin ich auch dafür. Ich habe eine Frage, habe mich mal einfach mal bei Contra hingestellt. Ist einfache Sprache nicht ein feststehender Begriff? Ist einfache Sprache nicht definiert? Weil das würde mich dann stören in der Überschrift, wenn man dann sagt, einfache Sprache. Wenn die definiert ist, wie die aussehen muss, dann fände ich die Überschrift nicht korrekt. Du hast es erklärt in der Begründung, aber in der Überschrift fände ich das dann falsch. Das hängt von der Definition tatsächlich ab. Die einfache Sprache ist ja nachher im Text auch definiert. Es geht halt darum, dass dudengerechte Sprache oder dudenkonforme Sprache verwendet wird. Ich definiere also einfache Sprache als dudenkonforme Sprache, die ohne unnötige Verkomplizierung auskommt. Bevor wir weitermachen, liebe Versammlung, wir sind beim viertletzten Antrag. Ich möchte euch bitten, noch ein bisschen ruhig zu bleiben. Moment. Liebe Versammlung, ich möchte euch bitten, ein bisschen leiser zu werden. Ich finde den Antrag schlichtweg großartig. Mir sind schon längst viel zu viele Ismen eingerissen worden. Und je einfacher und verständlicher vor allem eine Sprache ist, umso besser ist sie vermittelbar und mehr Leuten vermittelbar. Bitte unbedingt dem zustimmen. Danke. Du definierst es jetzt als dudenkonforme Sprache. Ich zitiere aus dem Duden, da gibt es zum Beispiel ein schönes Wort, Ambiguität, die. Ich glaube, viele fragen sich jetzt, was zum Teufel ist das? Es ist einfach nur Doppeldeutigkeit. Genau. Anderes Beispiel im anderen Extrem. Duden hat das Verb ficken. Ich kann es auch noch durchdeklinieren, aber es steht tatsächlich im Duden drin, als mit verschiedenen Bedeutungen und sonst weiter. Also ich glaube, nicht alles, was im Duden drin steht, sollten wir auch tatsächlich auf Webseite, Pressemitteilung oder gar in der Satzung verwenden. Und dazu habe ich noch ein Problem, insbesondere bei der Satzung. Die Satzung ist ein rechtliches Dokument und rechtliche Dokumente verwenden feststehende Begriffe. Der BIM wird mir tatsächlich wahrscheinlich zustimmen. Und wenn wir da versuchen, etwas zu vereinfachen, dann kann es sein, dass wir ein Wort eventuell so blöd umsetzen, dass wir vielleicht am Schluss genau beim Gegenteil rauskommen. Und das will ich vermeiden, zumindest bei der Satzung. War das eine Frage oder ein Comment? Okay. Statement, würde ich sagen. Okay. Ich habe eine Frage. Also du meinst in der Überschrift dieses Wort einfache Sprache eigentlich nicht in diesem Fachterminus, weil es gibt ja so, während des Kommunalwahlprogramms oder Kommunalwahlkampfs ist es aufgefallen, viele Parteien machen eigentlich extra ein Wahlprogramm in einfacher Sprache. Und diese einfache Sprache hat gewisse Anforderungen, wenn es ein Normalmensch liest, also es sind kurze Sätze, maximal 5 bis 6 Wörter, also es ist schon sehr reduziert, einfach um eine gewisse Gruppe anzusprechen, dass die auch folgt. Aber aus deiner Begründung meinst du eigentlich nur, dass es relativ simpel gefasst werden soll, aber du meinst jetzt nicht diese einfache Sprache nur für spezielle Gruppen? Nein, ich habe vorhin ja schon gesagt, ich meine nicht kürzeste Sprache, darunter würde das für mich fallen, sondern kurze Sprache. Also unnötige Satzschlangen, Verkomplizierungen zu vermeiden, unnötige Satzkonstrukte oder Konstruktionen, die im Duden gar nicht vorhanden sind, das meine ich mit kurz. Ich stelle mir generell die Frage, ob wir es tatsächlich für nötig halten, Piraten und Piratinnen tatsächlich Sprache und wie sie sich ausdrücken wollen, vorschreiben wollen. Es ist immer die Frage, wo beginnt Liberalität, und wenn ein Mitglied meint, ein Sternchen und ein Binnen-I verwenden zu wollen in den Texten, dann hat er das durchaus das Recht, das zu tun. Wenn wir Texte bei Pressemitteilungen verwenden beziehungsweise auf der Webseite, dann durchlaufen die Prozesse, wir haben eine SG-Text, wir müssen das nicht als Position festlegen.
Niemand sollte gezwungen werden, so zu schreiben, wie es andere für richtig halten. Tut mir leid, das kann man absolut No-Go ablehnen. War das eine Frage oder ein Statement? Ein Statement. Okay. Ja, ich möchte dafür plädieren, an dieser Stelle ein bisschen Nachsicht walten zu lassen in folgender Hinsicht. Wir reden jetzt hier erstmal über einen sonstigen Antrag. Sonstige Anträge sind von ihrer Natur her sehr eingeschränkt dessen, was man damit tatsächlich erreichen kann. Zum Beispiel, wenn egal was in diesem sonstigen Antrag steht, er wird keinerlei Einfluss, bindende Einfluss auf Wahlprogramm oder Satzung haben, weil die gibt es extrem hohe Anforderungen, die kann natürlich jetzt Thoralf mit diesem sonstigen Antrag in keinster Weise beeinflussen. Wer natürlich einen persönlichen Artikel auf die Webseite stellt, so wie das David gerade festgestellt hat, dem kann dieser der Parteitag auch nicht vorschreiben, wie er oder sie sich auszudrücken hat. Wenn jemand lieber mit Binnenkapitelchen oder Gendersternchen schreibt, dann hat keiner von uns das Recht, ihm das natürlich vorzuschreiben. Was wir hier erstmal haben, wäre ein Statement, dass dieser Parteitag sich das wünscht, dass diese Form von einfacher Sprache, nicht in der Fachterminus, sondern das, was Thoralf hier beschrieben hat, möglichst so weit wie möglich zur Anwendung kommt. Wenn wir ehrlich sind, ist nichts von dem, was wir da tatsächlich beschließen, bindend. Das ist ein Statement und als solches sollten wir es so verstanden wissen und als solches sollten wir es beschließen. Da sehe ich es jetzt nicht besonders kritisch und denke, man kann dazu stimmen. Danke. Ich habe ein leichtes Verständnisproblem zwischen einfacher Sprache und leichter Sprache, denn unser Wahlprogramm, sehe ich gerade, schreiben wir bereits in leichter Sprache. Ich kenne den Unterschied jetzt nicht und sehe auch nicht, wo jetzt der Sinn sein soll. Ja, der Punkt ist ja genau der, dass ich halt versucht habe zu erklären, es gibt keine Definition in dem Sinne für einfache oder leichte Sprache. Das ist halt eher ein schwammiger Begriff. Aber genau deswegen habe ich ja versucht zu beschreiben, was ich mit in diesem Falle mit einfacher Sprache meine. Das ist ja unten in der Begründung, so gut ich denn kann, ohne jetzt einen ganzen Aufsatz zu schreiben, was ich damit meine. Es gibt ja auch Beispiele, was damit gemeint ist. Und ich denke, wenn man das liest, sollte eigentlich klar sein, was die Intention des Textes ist. Und ich danke auch nochmal Andi dafür, dass er im Prinzip klargestellt hat, was ich damit erreichen will. Das ist eigentlich nur ein Statement. Natürlich ist das keine Vorschrift für irgendeinen. Und es ist natürlich auf keinen Fall irgendwie eine Beschränkung der Meinungsfreiheit der Leute. Wenn hier irgendeiner auf der Mailingliste alles mit Gendersternchen vollhauen will, dann soll er das gerne tun. Das ist damit nicht irgendwie unterbunden oder sowas. Es geht nur darum, dass die Außendarstellung bitte in dieser Form sein sollte, weil wir uns das so wünschen als Landespartei. Mehr Auswirkungen hat dieser Text nicht. Jetzt nur noch als Anmerkung, ich denke, wir tun das bereits, denn wir haben das schon irgendwo beschlossen und wir machen das bereits auch schon. Bitte keine Zwiegespräche, sind wir vorhin nicht so recht weitergekommen zum jetzigen Zeitpunkt. Der nächste Probeitrag, um nicht zu sagen der letzte für diesen Abschnitt. Nachdem sich jetzt die Diskussionen relativ häufig an den einzelnen Formulierungen des Antrags aufgehängt haben, sehe ich das richtig, dass der Antrag in erster Linie darauf abzielt, nicht den Leuten ihren eigenen Stil vorzuschreiben, sondern darauf vom Parteitag bestätigt zu kriegen, dass es einen Konsens gegen allzu üble Wildwüchse von dem, was sich geschlechtergerechte Sprache nennt, einzudämmen und die Pressemitteilungen und dergleichen, die wir rausgeben, allgemein verständlich zu machen? Im Grunde ja. Danke. Gut, wir sind am Ende der Rednerlisten für Pro und Contra angelangt. Wir haben aber noch Leute, die an den Mikros stehen. Demzufolge stimmen wir darüber ab, ob ihr weiter über diesen Antrag diskutieren wollt. Wer dafür ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Und wer dagegen ist, die rote. Gut, Niki, du darfst leider nichts sagen. Dann sehe ich da vorne einen Zettel und erteile dem Antrag, ich sehe zwei Zettel mittlerweile, und erteile dem Antragsteller das Schlusswort. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür. Ich denke, es ist fast alles dazu gesagt worden. Es geht mir nur darum, eine Darstellung des Parteitages zu bekommen, was wir uns wünschen. Ich möchte hier niemanden in seiner Meinungsfreiheit oder in seiner Ausdrucksfreiheit einschränken. Es geht nur darum, eine Darstellung zu bekommen, was sich dieser Parteitag wünscht und ob der Parteitag es wünscht, dass wir in möglichst verständlicher Form mit den Leuten, die wir erreichen wollen, nämlich mit den Wählern und der Presse, zu kommunizieren.
Dankeschön. Kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer für diesen Antrag ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Gut, da muss ich mich nicht erheben. Der Antrag ist mit deutlicher Mehrheit angenommen. Kommen wir zum drittletzten Antrag, wobei ich in euch jetzt nicht gleich die Erwartung wecken möchte, dass damit die Versammlung dann beendet ist. Ich möchte vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt schon auf Top 15 hinweisen. Da gab es einige Piraten, die mit, wie ich mir habe sagen lassen, viel Mühe, Analysen und Strategien, Vortrag und Diskussion vorbereitet haben über die Situation der Piraten. Gut, sonstiger Antrag 05, Krypto für alle. Antragsteller ist der Tobias wieder. Bitte schön. Ja, hallo Piraten. Das Ziel dieses Antrags ist, eine gesetzliche Verpflichtung, persönliche Kommunikation standardmäßig end-to-end zu verschlüsseln. Dafür brauchen wir eine Reihe von Maßnahmen. Zum einen, dass wir Benutzerkonten, die für Nutzer angelegt werden oder bereitgestellt werden auf einem einzelnen Rechner, dass die mit individuellen kryptografischen Schlüsseln angelegt werden. Ja, das heißt, dass wir, was wir heute schon machen können, dass man sich einen PGP-Key zum Beispiel anlegt, dass das automatisch gemacht wird, standardmäßig. Zum anderen, dass Software, die für Kommunikation zwischen Menschen gemacht ist, diese Schlüssel spätestens bei der ersten Übertragung verwendet. Und last but not least ist auch wichtig, dass es an der Oberfläche von dieser Software, die der Status der Identität von dem Kommunikationspartner und der Verschlüsselungsstatus eben berücksichtigt wird. Also als Beispiel, so wie das die Browser heute zum Beispiel machen, dass die anzeigen, gibt es eine SSL-Verschlüsselung und wenn ja, welchen Status hat die und wie ist die Gegenstelle identifiziert. Um das gleich zu sagen, ja, es bietet keinen Schutz gegen das Abfangen dieses Schlüssels, des öffentlichen Schlüssels, zum Beispiel bei PGP, bei dieser ersten Übertragung. Aber zum einen ist die Kommunikation danach sicher, das heißt, sie ist, wenn dieser Schlüssel mal heil durchgekommen ist, erstmal nicht mehr nachvollziehbar, wenn man den Schlüssel nicht verfälscht hat. Zum anderen, das Ziel sollte sein, eine starke Verschlüsselung möglichst breit einzusetzen. Zum dritten, als Konsequenz daraus wird es zumindest schwieriger, wirklich massenhaft zu überwachen. Und last but not least wird das Verschlüsseln viel einfacher, wenn man gewisse Verschlüsselungsverfahren hat, die eben angewendet werden. Es ist für Leute, die eben das verwenden würden, egal ob sie einen höheren Standard haben wollen oder ob sie zusätzlich die Gegenstellen identifizieren wollen, also die Personen identifizieren wollen, viel einfacher, weil es eine viel höhere Verbreitung gibt. Wenn wir in die IT-Geschichte schauen, dann sehen wir, dass sich meistens die Dinge durchgesetzt haben, die automatisch einfach und einfach zu benutzen waren. Und genau das möchte ich erreichen. Wir haben dazu die Technik mit der asynchronen Verschlüsselung seit Jahrzehnten, aber sie verbreitet sich nicht und sie setzt sich nicht so durch, dass es wirklich fast jeder verwendet. Und genau das ist das Ziel. Also sozusagen diese Hürde zu durchbrechen damit. Und es ist völlig klar, dass wir damit nicht einzelnen Leuten, die wirklich individuell, sagen wir mal, angegriffen werden oder die von deren Rechner gehackt werden und so weiter, dass die natürlich dadurch nicht perfekt geschützt werden. Aber wenn man sich die große Menge anschaut, dann hat man einfach dadurch einen sehr hohen Verschlüsselungsanteil, der in den meisten Fällen wird es nicht der Fall sein, dass dieser Schlüssel da irgendwie am Anfang abgefangen wird, weil das allein schon sehr aufwendig ist. So, das wäre es von mir. Ja, wir sind die Datenschutzpartei, bloß leider bringt dieser Antrag an für sich nichts, solange immer noch Firmen dazu verpflichtet sind, Backdoors einzubauen, um dem Nachrichtendienst Zugang zu ihren Systemen zu gewähren. Das muss zuerst mal geändert werden. Ja, das ist zum Beispiel so, wie zum Beispiel die Standardverschlüsselung von GMX oder Webmail. Sie müssen immer noch einmal einen Zugang gewähren, wo diese ganzen E-Mails im Klartext vorliegen, damit der Nachrichtendienst darauf zugreifen kann. Und solange dieser Gesetzestext nichts geändert wird, hilft uns nichts, es hilft uns überhaupt nichts, wenn wir Software entwickeln lassen, die verschlüsselt, solange sie dann immer noch angehalten sind, sie zwischendurch wieder zu entschlüsseln, damit Polizei und Verfassungsschutz darauf zugreifen können. Das ist das Problem.
Dieser Antrag ist viel zu allgemein. Also man muss sich schon angucken, was man mit einer Software macht, bevor man diese Anforderung überhaupt stellen kann, weil ich sehe jetzt auch nicht, dass jetzt wirklich jede Software kryptografische Schlüssel und das damit verbundene Schlüsselhandling irgendwie implementieren muss, weil das macht auch für den Benutzer kompliziert und kann auch selbst schon wieder enorme Risiken in sich bergen, weil wenn nämlich der Anbieter dann auch eines Dienstes keinen Zugriff mehr auf die übertragenen Daten hat, könnte es durchaus sein, dass die Daten dann für den Benutzer verloren gehen. Und auch das mag eventuell für bestimmte Anwendungen einfach gar nicht sinnvoll sein und da einfach die gar nicht mehr möglich machen. Dieser Antrag ist daher meiner Meinung nach unbedingt abzulehnen. Ich finde den Antrag auch zu wenig detailliert, einfach weil ich das Problem sehe, dass es keinen Ausschluss enthält von eher intransparenten Verschlüsselungstechniken. Das heißt, es ist nicht genau definiert, was da gemacht wird. Die andere Sache, die ich ein bisschen sehe, zurzeit müssen wir die Leute bilden tatsächlich. Und ich sehe das Problem, dass die Leute zu bequem werden, wenn das alles automatisch passiert und wir am Ende doch nicht mehr durchsteigen, was da eigentlich geschieht. Hat jetzt natürlich wenig mit dem Antrag zu tun, kann man wahrscheinlich auch nicht ändern, aber grundsätzlich wäre ich eher dafür zu sagen, eher auf Bildung zu setzen und also den Antrag deswegen abzulehnen. Ich habe drei Fragen zu diesem Antrag. Die erste Frage lautet, wie erkläre ich meiner Mutter, Jahrgang 41, dass die Piraten E-Mails so kompliziert machen wollen, dass sie es nicht mehr beherrscht? Die zweite Frage, wie erkläre ich meinem Onkel, Jahrgang 44, dass Open-Source-Software-Entwickler doch nicht mehr das, was sie wollen, programmieren können, sondern sich an Vorgaben halten müssen? Und drittens, welche Institution soll denn festschreiben, was ein sicheres Verfahren ist und was nicht? Also zum einen, verschlüsselte E-Mails senden wird damit einfacher, wird nicht schwieriger, sondern wird einfacher. Zur zweiten Frage kannst du nochmal wiederholen, es ist viel Kritik. Es war die Frage nach der Open-Source-Software, ja, die sich dann an Konventionen oder gegebenenfalls gesetzliche Vorgaben halten muss. Es steht im Antrag, es muss kommerziell vertriebene Software sein. Das heißt, wenn du nur Open-Source-Entwickler bist und nicht die Firma, für die du arbeitest, damit Geld verdient, bist du gar nicht betroffen davon. Realistisch betrachtet wird es wahrscheinlich trotzdem dort auch implementiert, dass die Software das kann. Aber du selber, wenn du damit kein Geld verdienst mit dieser Software, bist du nicht davon betroffen. Steht auch ganz klar im Antrag so drin. Sonst würde ich den Antrag nicht stellen. Und das Dritte, wer das festlegen soll, das steht auch im Antrag, es soll separat von der generellen Vorgabe soll das vorgegeben sein, weil sich natürlich technisch Dinge ändern. Ich habe bewusst keine konkrete Technik reingeschrieben, weil es soweit technikneutral sein sollte. Das ist, glaube ich, besser. Und die Stelle, die das definiert, muss auf jeden Fall unabhängig sein. Das soll drinstehen, das könnte sein, wenn die entsprechende Unabhängigkeit da ist, das BSI oder eben auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, das wären passende Stellen. Gut, gibt es weiteren Gesprächsbedarf? Ja, Feng. Tobias, ich habe mal eine ganz einfache Frage. Ich bin aus dem IT-Support, habe jeden Tag mit kleinen Kindern bis zu Senioren von 80 Jahren zu tun. Die meisten Leute können sich einfach nicht mal ein Passwort merken, das sie selber eingetragen haben, mithilfe eines technischen Supports. Wie erwartest du, dass sie sowas machen? Sie müssen dann gar nichts mehr machen, weil die kryptografischen Schlüssel, die existieren, die werden automatisch drangehängt an die E-Mail. Das ist heute fast schon, man kann es fast schon so weit haben, dass es geht, ja. Und ich möchte eben, dass das automatisch funktioniert, dass es so einfach ist, wie heute eine E-Mail zu schreiben, ja? Und einfach standardmäßig funktioniert, ohne dass ich irgendwas tun muss. Also ich hätte mehrere weitere Fragen, die Fragen. Ich jetzt hier stellen, weil das Verfahrensfragen wären, die würde ich gerne mit dir hinterher vielleicht besprechen. Gut, wenn du Fragen stellst und Antworten kommen, gerne. Wenn du Interesse hast, sprechen wir dann. Ich frage mich, es gibt den ganzen Haufen webbasierte Sachen. Ja? Wenn ich meine E-Mails anschaue oder wenn ich
was ich, irgendwo in irgendwelchen geschlossenen sozialen Netzwerken drin hängen. In der Regel rufe ich eine Webseite auf. Und in der Regel beherrscht mein Browser oder beherrschen Browser keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit dem anderen Kommunikationspartner. Das heißt, ich kann keine PGP-Mails sicher über ein Web-Interface aufrufen. So, das ist allerdings die Technik, die kommt, ja, und oder die nicht mehr weggeht. Und insofern habe ich schwere Fragen in Richtung, wie soll das funktionieren? Müssen wir alle Browser neu machen? Vor allen Dingen, weil du ja Browser eigentlich schon fast ausnimmst, weil es ist ja Open Source überwiegend. Also erklär das mir, wie das implementiert werden soll. Also erstmal, Browser wären aus meiner Sicht außen vor, weil sie eben nicht die eigentliche Kommunikationssoftware wäre. Aber wenn du zum Beispiel jetzt ein Browser-Plugin schreibst, das irgendwie mit dem Dienst interagiert, dann müsste das auch können, wenn es kommerziell vertrieben wird. Und das Ganze ist eben auch noch nicht für Webdienste. Das ist etwas, was ich mal außen vor gelassen habe, weil das noch relativ schwierig ist, beziehungsweise sich da noch weitere Probleme ergeben können. Wie zum Beispiel, ja, wie wird das umgesetzt oder ja, was es eben für Besonderheiten da gibt. Und bei Client-Software gibt es auch schon wirklich Software dafür. Also es gibt PGP, es gibt E-Mail-Clients, die das können und so weiter. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Schlusswort des Antragstellers. Jetzt wollte ich euch mal trollen ein bisschen. Ja, bitte schön. Also, ich möchte auf ein paar Dinge eingehen. Zum einen die Verpflichtung der Anbieter, die Schnittstellen zu bieten für die Kommunikation, für den Zugang. Wenn es end-to-end verschlüsselt ist, dann kann ich eben genau nicht mehr beim Anbieter abgreifen, was kommuniziert wurde. Das ist ja gerade das Ziel. Wenn ich das möchte, dass ich nicht irgendwo bei einem großen Anbieter abgefragt werden kann, was für Daten durchgegangen sind, dann muss ich meinen eigenen E-Mail-Server zum Beispiel aufsetzen. Dann wird es schon einfacher. Und ja, das ist eben gerade das Ziel, dass es auch mit Zugriff beim Anbieter eben nicht mehr geht. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, es ist der falsche Ansatz, unterschiedliche Probleme und Angriffsszenarien gegeneinander auszuspielen, sondern man muss versuchen, voranzukommen und mit verschiedenen Schritten einfach Dinge besser zu machen. Ja? Und die Dinge werden dadurch besser, sie werden auf jeden Fall nicht schlechter. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Kommen wir zur Abstimmung über den sonstigen Antrag 05, Krypto für alle. Wer für diesen Antrag ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Okay. Na gut. Der Antrag ist abgelehnt. Jetzt behandeln wir den sonstigen Antrag 06. Störerhaftung für Internetanbieter echt abschaffen. Ja. Der Tobias ist schon da. Ja, einen habe ich noch. Wir haben derzeit sowohl im Koalitionsvertrag als auch in der Gesetzgebung oder in der Planung bei der Bundesregierung eine Änderung der Störerhaftung für das Anbieten von Internetzugängen. Nach den bisherigen Informationen gibt es da zwei ganz große Probleme in der Zielsetzung. Bisher war die Zielsetzung sehr unkonkret im Koalitionsvertrag. Und es gibt jetzt Informationen, was sie angeblich planen und Medienberichte darüber, was so geplant ist. Zuständig dafür ist Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister. Und zwar gibt es zwei ganz große Probleme, die wir auch wirklich aufgreifen sollten. Zum einen ist geplant, die Störerhaftung zwar einzuschränken an der Stelle, aber nicht für Privatpersonen, sondern eben nur für bestimmte Betriebe. Und das wird zum Beispiel den Freifunk ganz erheblich weiterhin einschränken, also führt praktisch zu keiner Änderung. Und zum anderen wird gesagt, dass es eine Belehrung bzw. eine Gängelung in Form einer Belehrungspflicht geben soll. Wenn also jemand dort WLAN anbietet, muss er den Leuten sagen, sie dürfen damit nichts Böses machen, sage ich jetzt mal. Also es wird auf eine Belehrungspflicht oder etwas Ähnliches hinauslaufen. Das ist beides nicht in unserem Sinne, das sollten wir kritisieren und deswegen sollten wir hier ganz klar fordern, dass das, was da sich ankündigt, nicht reicht und dass wir das kritisieren und das anders machen möchten. Ja.
Dabei würde ich es mal belassen. Dankeschön. Besteht Redebedarf? Willst du noch was sagen im Rahmen eines Schlussworts? Nein. Gut, dann stimmen wir den Antrag. Den sonstigen Antrag 06, Störerhaftung für Internetanbieter echt abschaffen, ab. Wer für den Antrag ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Der Antrag ist mit sehr deutlicher Mehrheit angenommen. So, kommen wir zum letzten Antrag dieses Landesparteitags. Sonstiger Antrag 07, Entscheidungsordnung EO zum Basisentscheid auf Landesebene. Bitte schön. So, wir haben heute den Basisentscheid in die Satzung aufgenommen. Jetzt brauchen wir noch die Entscheidungsordnung, um die Basisentscheide wirklich durchführen zu können. Der Antrag enthält die genauen Regeln, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Er ist eine Weiterentwicklung der Entscheidungsordnung, die wir schon auf Bundesebene beschlossen haben. Wir haben das deutlich erweitert innerhalb der Projektgruppe Basisentscheid und genauer formuliert. Es wurde auch schon in fast gleicher Form in NRW so beschlossen. Die ganzen Details kann ich jetzt nicht aufzählen. Ich gehe mal davon aus, dass alle den Antrag aufmerksam gelesen haben. Davon geht die VL auch aus, wenn ich hier unterbrechen natürlich. Darf. Aber ganz kurz mal, geheime Offline-Basisentscheide werden nach der Entscheidungsordnung per Urne durchgeführt. Briefabstimmungen sind in Ausnahmefällen möglich. Wenn jemand nicht zur Urne kommen kann oder keinen Internetzugang hat, kann ein Antrag auf Briefwahl oder Briefabstimmung gestellt werden. Abstimmungen finden immer zu einem gewissen Stichtag statt und zwischen diesen Stichtagen muss immer ein Abstand von 4 Wochen liegen. Und pro Termin sollten nicht mehr als 20 Entscheide angesetzt werden. Das ist auf Bundesebene auch genauso. Bei den Online- oder Briefabstimmungen ist es auch schon 2 Wochen vor dem Stichtag möglich abzustimmen, wenn es eine Urnenabstimmung ist, nur am Tag des Stichtags, da die Urnen eben nicht über einen längeren Zeitraum geöffnet werden können, sinnvoll. Also wenn ihr noch weitere Fragen zum Verfahren habt, bitte fragt. Wir haben auch die Möglichkeit, die Entscheidungsordnung per Basisentscheid später zu ändern, wenn euch noch Probleme auffallen. Wir rufen auch alle auf, helft mit, lest euch das Ganze durch. Wenn es Probleme gibt, bitte arbeitet bei uns in der Projektgruppe Basisentscheid mit, damit wir das zu einem optimalen Stand bringen können. Noch ein Hinweis, schaut auch immer auf die Website basisentscheid.piratenpartei.de. Da gibt es Neuigkeiten zum Verfahren auf Bundesebene und auch auf Landesebene und auch nähere Erklärungen zum Verfahren, wie das Ganze abläuft, möglichst einfach dargestellt. Dann könnt ihr euch noch unter bioportal.piratenpartei-bayern.de den ersten Teil der Software anschauen, also das Portal. Ja. Gut, kommen wir zur Aussprache über diesen Antrag. Bitte schön. Ich habe eine Frage. Du hast erwähnt, dass es in fast derselben Form in NRW schon angenommen wurde. Wo ist der Unterschied? Aber die ganzen Details weiß ich jetzt nicht auswendig, aber die hatten einen Abstand von 8 Wochen zum Beispiel zwischen Stichtagen. Also einige Fristen waren anders und wir haben noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert, aber die genauen Details aus NRW weiß ich jetzt auch nicht. Aber so im Prinzip läuft es genauso, wir können die gleiche Software benutzen und haben da keine großen Schwierigkeiten, das mit einem System abzuhandeln. Also ich habe nicht irgendwo ein Nicht eingeführt. In einen Satz ein Nicht eingefügtes. Wer? Ihr habt nicht irgendwo in einen Satz ein Nicht eingefügt. Kann ich jetzt nicht versprechen, aber der Sinn sollte entsprechend gleich sein. Dankeschön. Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Schlusswort des Antragstellers. Ja, stimmt zu, damit wir loslegen können. Dankeschön. Kommen wir zur Abstimmung über den sonstigen Antrag 07, Entscheidungsordnung EO zum Basisentscheid auf Landesebene. Wer für diesen Antrag ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer dagegen ist, die rote. Der Antrag ist mit sehr deutlicher Mehrheit angenommen.
So, liebe Versammlung, wir sind mit den Anträgen dieses Landesparteitags durch. An dieser Stelle zunächst mal danke an euch. Vorhin habt ihr das Experiment ja mitbekommen. Schauen wir mal, ob wir es das nächste Mal noch etwas knackiger hinbekommen, bei mindestens gleich viel und guten Inhalt. Jetzt kommen wir zu Top 15, Top 16 und Analysen, Strategien haben wir schon. Entschuldigung, Top 16.